Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem neunten. Was denn? Zu unserem neunten. Ist alles gut, alles gut. Ich sollte anmoderieren, ich moderiere an. Ich habe heute eine etwas kratzigere Stimme. Oh ja, mach uns den sexy Ansager, Anna. Bitte links abbiegen. Ich kann nur das Navi-System. Sexy kann ich nicht. Oh. Anyway. Ich habe schon einen Zuschauer. Yay. Ja, guck mal, das ist ja gut, dass ich noch nicht angefangen habe. Lass mal warten, bis wir drei haben. Vielleicht bin ich das, der eigene Zuschauer oder so. Ja, ich gucke auch zu, ich muss ja die Kommentare dann lesen. Ja, wie deprimiert, wir sind unsere eigenen Zuschauer. Ja. Nein, okay, also mindestens Nina und Zerfix haben bereits gepostet, kommentiert. Also los geht's, okay. Neun Zuschauer, auf geht's hier. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Tagesschau. Nein, zu den Consulting Nerd Girls heute mit Kiran als Gast zu unserer Besprechung des Hobbits. Wir haben ihn mittlerweile alle gesehen. Wir werden euch gnadenlos spoilern, wie immer. Und wir hoffen, dass euch ordentlich beteiligt und ordentlich mit uns lästert und freut. Und wir haben sehr viel, sehr weit gefächerte Meinungen. Wir haben gedacht, wir halten jetzt als allererstes gleich mal ein kleines Schild in die Kamera auf 3 mit unserer Wertung von 1 bis 10, wie wir denn diesen Film fanden. Also 3, 2, 1. Ihr seht, es war sehr unterschiedlich. Eigentlich ist es relativ gleich, nur ich falle aus dem Rahmen. Es ist aber erstaunlicherweise niemand hier, der irgendwie so in der 8, 9, 10er Liege ist. Ja, das stimmt. Man muss ja steigerungsfähig sein. Ergo, das Eben. Komplette Fangegirle können wir uns heute sparen. Können dafür einzelne Sachen anfangen, wie Martin Freeman. Yay! Ja, finde ich gut. Das war's schon. Okay. Dann könnte im Endeffekt, fangen wir mal mit Julie an, die kann dann gleich mal sagen, warum es bei ihr eine 3 ist. In 5 oder weniger Sätzen. In 5 oder weniger Sätzen. Das war eine. Das noch 4. Okay. Ich hatte schon relativ niedrige Erwartungen an den Hobbit, nachdem der zweite Trailer mich echt nicht sonderlich überzeugt hat. Ich habe übertriebenen Klamauk und dämliche Action erwartet. Das habe ich leider auch bekommen. Und das Einzige, was ich mir letztlich von dem Hobbit erhofft hatte, war eine Rückkehr nach Mittelerde und wirklich die Stimmung, der Stimmungsaufbau, den ich aus dem Herr der Ringe noch im Kopf hatte. Und das hat der Film leider für mich überhaupt nicht geleistet. Er war viel zu lang und ich war froh, als es vorbei war, ehrlich gesagt. Das hat nichts mit traurig jetzt. Lena? Ja. Also dieses Mittelerde-Gefühl hatte ich schon wieder so ein bisschen. So, also deswegen ist ja auch meine Wertung relativ gut ausgefallen. Aber es gibt bei mir halt auch ein paar Punkte Abzug, halt zum Beispiel für die unnötige Computerspiel-Action und für allgemein zu viel Kampf- und Action-Szenen und für so ein paar mit dem Holzhammer um die Ohren gehauene. Übrigens, das hier ist das Herr der Ringe-Prequel 11111. Dinger, sodass ich dann ein paar Punkte doch abgezogen habe. Aber 7 von 10 ist ja immerhin noch nicht eine Katastrophe. Ja, okay. Also direkt nach dem Film hatte ich mehr so eine 4 von 10. Und dann habe ich aber die Nacht drüber geschlafen und in der Nacht habe ich tatsächlich vom Hobbit geträumt. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass ziemlich viele Kritikpunkte, die ich habe, einfach auch durch das Buch mitgegeben sind. Und dass ich viele Sachen dann gar nicht mehr so schlecht fand. Und deswegen ist doch, ich fand den Film doch noch eher gut, als dass ich ihn schlecht fand. Es hatte halt so seine Momente. Was mir halt vor allem auch gestört hat, war wirklich dieses Holzhammer-Methode. Also sowohl mit, hallo, wir sind jetzt hier Herr der Ringe und knüpfen noch an altes Mittelerde an, als auch einfach mit, es war mir teilweise zu klamaukig. Also ich hab auf Klamauk gerechnet, das war für mich absolut in Ordnung, dass es ein anderer Film war als Herr der Ringe, weil das klarer, weil es auch durchs Buch gegeben ist. Aber teilweise fand ich es dann doch viel zu übertrieben. Kiran? Ja. Das ist übrigens unser Anfang Gast, Kiran. Genau. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Ich habe hab ihn am Anfang vorgestellt. Oh, oh. Ja, ich habe ja ein paar Folgen von euch gesehen und ich dachte, ich darf meine Tasse zeigen und sagen, das ist Tweety. Aber gut, zum Film. Du darfst, du darfst. Ich hab ein Schweinchen da als Tasse. Ich habe ein Glas. Das ist Schweini. Ich bin voll aus dem Rahmen hier. Plastikbecher wie. Ich habe dafür gerade noch einen Weihnachtsmann geköpft. Ich könnte alternativ wieder Organe in Reagenzgläsern in die Welt halten. Nee, das hatten wir schon. Ja. Das ist altes. Lange, altes.
der ist vorbei, Anna. Also, der Hobbit als Film an sich hat er vielleicht sogar eine höhere Note als eine 7 bei mir bekommen, aber für mich persönlich, ich habe nur die 7 ausgewählt, weil ich fand ihn gut, aber ich habe was anderes erwartet für mich. Ich dachte, dass Peter Jackson das Ganze wieder, dass Peter Jackson das Kinderbuch von Tolkien sozusagen auf diese epische Schiene hebt oder auf diese epische Ebene, die natürlich vielen auch so gefallen hat, und er ist doch sehr am Kindlichen geblieben und hat mehr dann auf den Humor gesetzt und sehr kurzweilige Sequenzen. Das Problem war halt, sie waren nicht kurzweilig, aber erst auf Anna sein. Fand ich schon. Bist noch nicht dran. Nein, ich weiß nicht. Genau. Also ich habe mich diese fast 3 Stunden auf jeden Fall die ganze Zeit unterhalten gefühlt, habe mich nicht gelangweilt, auch beim zweiten Mal nicht, sondern die Zeit ging super schnell rum für mich und ich hatte nicht dieses Gefühl, dass ich auf die Uhr gucken muss irgendwann, sondern ich dachte eher, oh, schon zu Ende. Das hatten ja ganz viele. Mhm. Und zu lang fand ich ihn auch nicht. Ich hätte noch weiter gucken können. Also ich fand ihn weder zu kurz noch zu lang. Also es hat, die also Länge perfekt. Hat mich, ja, die Länge hat mich nicht gestört. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es hätte mich wahrscheinlich auch nicht gestört, wenn er eine halbe Stunde vorher zu Ende gewesen wäre. Es war einfach. Das Ding ist, also meine 6 von 10 Punkten, 6 statt nur 5, eigentlich deswegen, weil ich ihn schon etwas eher gut als schlecht finde, auch wenn ich relativ viel dran zu meckern habe. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie Urinele, dass die Sachen, die mich am meisten stören, im Endeffekt aber hauptsächlich mit einer Buchvorlage hängen. Und ich habe einfach das Gefühl, er ist halt mit manchen Sachen in diesem Kinderbuchcharakter geblieben, hat gleichzeitig versucht, diese Brücke zum, guck mal, wir sind ein Herr der Ringe Prequel zu schlagen. Und dieser Kontrast, dieses Zusammenbringen von diesen beiden Ebenen, die für mich eigentlich nicht so wirklich zusammenpassen, hat er meiner Meinung nach einfach nicht geschafft. Nicht so, wie er sich das anscheinend vorgestellt hat. Für mich passend, dass Kinderbuch-Elementige und die Herr der Ringe-Epik einfach so nicht zusammen. Dann hätte man sich mehr vor Buch lösen müssen. Oder man hätte sich weniger Herr der Ringe-Zitate vielleicht bedienen müssen und es nicht so offensichtlich machen müssen, so nach dem Motto, guck mal. Weil stößt sich eine Lampe schon wieder, damit ihr merkt, das ist ein Pickel. Eben, also beziehungsweise dabei ist er ja gar nicht so extrem buchnah, aber die Dinge, die mich halt gestört haben, haben viel mit dem Buch zu tun. Und massivst gestört habe ich mich an der echt für meinen Geschmack relativ schlechten CGI. Ja. Ich habe definitiv bessere CGI gesehen. Mhm. Ja, das fragt man sich gerade auch in dem Wald von Radagast etc. Ich meine, Neuseeland hat dermaßen geile Außenlocations im Prinzip, dass vieles auch nicht nötig gewesen wäre. Also da frage ich mich manchmal auch einfach, gut, ich habe keine Ahnung vom Film machen, also vielleicht war es trotzdem nötig. Übrigens ist für mich halt dieses, was ihr beide jetzt gerade genannt habt, ja, dass ihr sagt, die Schwächen, die ihr am Film seht, sind im Buch quasi verankert. Das ist für mich kein Argument, den Film hochzuwerten, ehrlich gesagt. Weil aus einer schlechten Vorlage einen schlechten Film zu machen, ist keine Leistung. Ich habe auch gar nicht das als Argument genommen, um ihm eine bessere Note zu geben. Ich habe nur gesagt, ich habe festgestellt, viele meine Kritikpunkte sind Sachen, die tatsächlich relativ buchnah sind. Das ist auch so, ich habe mit Leuten gesprochen, die das Buch nicht kennen. Und alles, was die gestört hat, sind eigentlich Sachen, die eins zu eins aus dem Buch übernommen wurden. Wie zum Beispiel, dass er sein Taschentuch vergisst, dass die Zwerge so rein stolpern in die Tür und Ähnliches. Und ich glaube, das ist lustig, dass das genau das stört. Eine der übertriebensten Szenen im ganzen Film, wo ich nur so WTF dachte, diese Nummer mit diesen Steinriesen da, mit diesen sich kloppenden Bergen. Und hinterher habe ich festgestellt, ja, das war auch so gar im Buch, ich wusste es nicht mehr, so lange her ist, dass ich es gelesen habe. Aber ich dachte, oh Gott. Aber genau das ist also eigentlich im Buch die Leute... passt es auch total. Im Buch passt diese Szene für mich als Illustration von einem Ritter. Ich kann mich daran nicht erinnern, ja. Finde ich es total, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Ja. Jetzt. Und für mich passt es im Buch, in eine Märchen-Erzählgeschichte für Kinder, passt es total. Es ist eine super tolle Bebilderung, dass man sich das Ganze gut vorstellen kann. Im Film wirkte das deplatziert. Und ich glaube, dieser künstliche, wir müssen es als Herr der Ringe Prequel verkaufen, lässt halt diese ganzen klamaukigen Sachen, die einen im Buch vielleicht überhaupt nicht gestört haben, weil sie im Buch passen, einfach unpassend erscheinen. Und deswegen wirken sie einfach komisch.
Ja, vor allem hatte ich die Hoffnung, dass der Film die Schwächen, also die Schwächen, die das Buch hat, ein bisschen ausbügelt. Gerade dieses Episodenhaft, das hat mich ein bisschen weniger gefordert, als der Film war. Und gerade das auch mit den Steinriesen war so eine Sache, die man super hätte rauslassen können, die den Film vielleicht ein bisschen runder gemacht hätten. So auf jeden Fall kürzer. Am Ende war mir der Film dann auch zu lang. Also ich hätte einen Schnitt lieber ein bisschen weiter vorne gehabt. Und gerade das mit den Steinriesen, weil die Zwerge im Prinzip, oder auch, also man generell die Zwerge will, weil das jetzt im Prinzip von so einer Gefahr in die nächste reinstolpern und das nicht richtig schön verbunden wurde. Ich fand's halt einfach lächerlich, also gerade die Steinriesen-Szene und letztlich diese ganze darauf folgende, das Goblin-Desaster unterm Berg, was ich von vorne bis hinten einfach nur bescheuert fand. Schlechtes CGI geil. Zu völligen I escaped somehow Szenen. Das war für mich überhaupt nicht rund. Das hat für mich auch null in den Film gepasst irgendwie. Also das Ding, was... Ich finde, es passt zum Hobbit, aber es passt nicht zum Herr der Ringe. Und der Film weiß für mich nicht genau, was er sein will. Er ist nicht Fisch mit Fleisch. Genau, er hätte sich entweder entscheiden müssen, okay, ich mache den Hobbit, dann aber bitte dich doch dann diese dämlichen, übertriebenen Herr-der-Ringe-Anspielungen, Zitate in Anführungszeichen, wo zum Beispiel auch bei den Steinriesen eine Szene mit dazu gehört, ich meine, Caradhras anyone? Mhm. Und dann A fällt Bilbo dann runter... Thorin rettet ihn und Achtung, dann fällt er auch. Und es ist so too much. Einfach immer dieses bisschen zu viel, sodass es nicht mal mehr cool wirkt, sondern einfach nur noch lächerlich. Und was hat dich eigentlich... Das ist aber eine dramaturgische, wichtige Sache, dass er da runterstürzt, weil das die Entscheidung ist, dass Thorin sagt, siehst du gehörst hier nicht hin. Du gehörst nicht zu uns. Ja, aber das ist auch so doof. Das finde ich im Film auch voll doof. Ja, erstens das, aber dafür der dramaturgische Bogen. Ja, aber dafür hätte man Thorin dann nicht nochmal abrutschen lassen müssen. Ja, dass Bilbo abrutscht, okay. Dass Thorin ihn rettet, okay. Das ist wie? Okay, dramaturgische Entscheidung, wir möchten darauf hinarbeiten, dass Bilbo dann sagt, okay, ich möchte nicht, du gehörst hier nicht zur Gruppe, ich möchte doch wieder heimgehen. Aber dass Thorin dann auch noch ausrutscht und auch nochmal gerettet werden muss, das ist so... Warum? Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum muss diese Konfrontation an einer Klippe stattfinden, statt auf einer Lichtung? Ja, diese Klippe fand ich so überflüssig. Dieser ganze Kampf war mir viel zu lang. Ja, es ist halt immer dieses... Also ich habe ganz, ganz häufig das Gefühl, Action der Action wegen gehabt. Ja, das stimmt. Aber das hatte ich in Return of the King auch schon, muss ich dann dazu erinnern. Return of the King war ein Paradebeispiel für... völlig übertriebene, komplett schwachsinnige Action. Das ist auch ein Punkt, den ich ziemlich direkt nach dem Kinobesuch gesagt habe. Für mich ist letztlich der Hobbit eine dramaturgisch und filmtechnische Fortführung dessen, was PJ in Return of the King angefangen hat. Und Return of the King ist der mit Abstand schwächste Film der Trilogie in meinen Augen. Mit Abstand. Und das fand ich halt einfach wahnsinnig enttäuschend, weil er hat... Das heißt nicht, dass mir nicht Teile aus dem Film gefallen haben. Also die ersten 10 Minuten, episch, total toll. Bruchteil, Orin und ich, wir haben so gefeiert im Kino. Wir haben Elrond. Was das angeht, haben wir unsere Theorie. Weil, also Gandalf macht ja erstmal so einen Besuch in Bruchtal und kündigt an. Weil die Frage war, Bruchtal ist ja relativ leer, da fehlen ja ganz viele Elben. Auch Glorfindel und Co., der fehlt ja auch im Weißen Rat später. Alle weg. Unsere Theorie ist, dass gesagt wurde, die Zwerge kommen und ganz viele Elben schon gesagt haben, nee, komm, wir wollten nicht Bingo abends, wir müssen weg. Mach schnell die Rollern runter, genau. Die Zwerge kommen. So, und Elrond... Wenn wir uns nicht bewegen, denken sie vielleicht, keiner ist da und geht. Ja, genau. Und Elrond kommt ja im Film sowieso relativ entspannt und sehr amüsiert rüber. Ich finde Elrond so großartig in dem Film. Ich habe ihn so abgefeiert. Erstens, wie er angeritten kommt, huhu, ich war Orks jagen, wie so ein irischer Gentleman. Da fehlt mir genug die Hunde, die hier vorlaufen. Und auf jeden Fall unsere Theorie war, dass die das absichtlich machen. Also, dass Elrond gesagt hat, die Zwerge kommen, komm, wir geben denen das volle Programm. Komm, genau, hier, die waren gerade pissig. Jetzt sind wir. Jetzt hier, pack das Fleisch weg, gib denen mal nur Grünzeug und gib ihnen die volle Dröhnung Harfe. Hier, hol mal deine Querflöte. Aufdringlich. Ja. Hol mal deine Querflöte raus, entstaub mal die Harfe, stellt euch mal daneben und macht mal den. Ja. Und auf jeden Fall die Harfe mit dem Schwanenkopf, nicht die normale. Nee, hol die Schwanenkopf-Harfe. Genau. Bruchteile fand ich so wunderbar. Also die davon, das Bruchteil war für mich der Moment dieses, ich bin doch wieder in Mittelerde. Das war das, was ja,
es gibt so ein paar wenige Szenen und dann haben sie halt immer dieses too much und es ist so... Ich glaube, das ist das, was mich auch so ärgert an dem Film, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das Potenzial ist da. Hättet ihr es doch nur genutzt und euch nicht dem Hollywood-Klabatsch hingegeben. Wir haben auch ein paar Kommentare mit Fragen übrigens. Wir haben Fragen? Ja, mich würde interessieren, fragt Bilek 222, wie ihr den Film findet, wenn es vorher nicht Herr der Ringe gegeben hätte. Also ohne Vergleich zum Herr der Ringe. Und ja. Dann noch eine Frage, ob wir lass uns die nacheinander nehmen könnten, was wir gut fanden. Sind wir schon bei, aber lass uns die nacheinander. Da haben wir gestern in der Vorbereitung schon mal kurz drüber gesprochen. Da habe ich nämlich eine Sache festgestellt. Ich gehe heute anders daran als damals, als die erste Trilogie ins Kino kam. Als die erste Trilogie ins Kino kam, beim ersten Teil war ich 16. Das ist eine Weile her. Jetzt gehe ich langsam. Ja, das ist 11 Jahre her. Ergo, jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. Steht auch gar nicht in meinem Profil. Nein. Damals bin ich da reingegangen, war geflasht, war am Rumfangirlen und man sollte nicht das Archiv im Forum durchsuchen, haben wir neulich schon festgestellt. Das ist sehr peinlich. Doch, ich bin voll für die Leser. Hust, Haldis Council, Hust. Und mittlerweile gehe ich generell anders an Filme ran. Ich würde, wenn ich den Herr der Ringe heute zum ersten Mal ohne Vorwissen sehen würde, wahrscheinlich nicht ganz so abgehen wie damals, wenn ich ihn immer noch, obwohl ich ihn bestimmt immer noch gut finden würde. Und so ähnlich geht es mir jetzt auch mit dem Hobbit. Ich weiß, vor 11 Jahren hätte ich den Film vielleicht wesentlich besser gefunden als heute, weil ich auch ein bisschen unreflektierter rangegangen bin. Ich weiß nicht, ob ich ihn genauso toll gefunden aber hätte wie damals Fellowship of the Ring. Aber jetzt gehst du reflektiert daran und kannst die Filme nicht mehr so genießen. Ist du, ich kann es trotzdem genießen. Wahl, oder? Ich kann es trotzdem genießen. Ich kann die Sachen, die mich stören im Film beim Gucken, meistens komplett ausblenden. Ich merke dann, oh, das finde ich kacke und kann mich auch hinterher drüber aufregen, aber beim Film stört das meinen Genuss und mein Yay-Film-Gucken gar nicht. Okay. Ich weiß es nicht genau. Also gestern, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch heute, wenn ich in der gleichen Situation wäre, wie ich vor 10 Jahren war, als der Herr der Ringe rauskam und den ersten Herr der Ringe-Film sehen würde, wäre ich, glaube ich, genauso geflasht, wie ich es damals war. Ich glaube, den Hobbit-Film, wenn ich mir vorstelle, dass ich ohne jegliche Vorstellung von Herr der Ringe und von Mittelerde und allem, was da dran gehört, ich den Hobbit-Film... Vermutlich hätte ich ihn besser gefunden, als ich ihn jetzt finde. Aber auch dann hätte er, glaube ich, bei mir keinen Eindruck hinterlassen. Weil er wirkt, finde ich, für mich wie ein x-beliebiger, klamaukiger 0815 High-Fantasy-Film. Hust, Narnia, hust. Ja, Narnia hat mich gepackt, das hätte der Hobbit nicht geschafft. Ja, okay, ich fand Narnia so komplett. Ich glaube, Narnia hat so bei mir die drei, die du vorhin auf dem Zettel hattest. Ich kann es schlecht beantworten, weil ich mich ja schlecht reinversetzen kann. Also ich hätte ihn wahrscheinlich schon besser gefunden und ich glaube auch, dass er mich nicht so gepackt hätte wie Herr der Ringe damals, weil Herr der Ringe einfach auf dem Epic-Level ein ganz anderes, also er spricht einfach ein bisschen anders an. Vor allem kommt jetzt beim Hobbit dazu, also bei Herr der Ringe habe ich ja den ersten Teil gesehen, den zweiten Teil gesehen und dann erst das Buch gelesen und dann auch erst mich in Foren etc. angemeldet. Und ja, Urin ist dein Spätzünder. Ich bin ein Spätzünder. Das ganze Vorgeplänkel nicht mitbekommen. Und jetzt beim Hobbit ist es halt komplett anders. Also da habe ich ja wirklich so vom ersten Fitzelchen, der raus war, und habe alle Trailer gesehen, alle Bilder, alle News gelesen, mich drauf gefreut. Ich habe mich auch megamäßig auf diesen Film gefreut. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich so ziemlich mit so zu den einzigen 5 gehöre, die sich wirklich unvoreingenommen voll auf diesen Film freuen. Immer die ganze Zeit an, alle hypen den Film schon im Voraus. Bei mir kam immer an, dass vorher schon alles auseinandernehmen und jeden einzelnen Fitzel schon auseinandernehmen und ich fand einfach alles einfach großartig. Und dazu kommt halt auch, dass man über die Conventions jetzt halt auch ein bisschen anders danke dem Film und den Leuten... Es schreibt halt jemand, wie kann man Herr der Ringe oder Hobbit mit Narnia vergleichen? Aus Frage. Ja, finde ich aber auch. Stimmt, hast du eigentlich recht? Beknackter Vergleich. Aber Juli mag Narnia nun mal. Wir müssen auch Randgruppen hier aufnehmen. Narnia trifft einfach für mich perfekt diesen Kindheitstraum, den ein Teil von mir immer noch hegt, dass ich irgendwann eine Tür aufmache und in einer anderen Welt bin. Das trifft Narnia bei mir einfach, diesen Kern trifft so perfekt und ich heule mir jedes Mal die Augen aus. So ist das. Ich habe das mit der ländlichen Geschichte. Da will, ja, da beim will Buch, mich, aber nicht im ja, Film. Mit dem Buch, natürlich, nur mit dem Buch. Aber für das Buch will mich ja auch schon ein Sphinx immer viel scheinen. Ja, ich weiß. Also ich find diese Einschätzung schwierig, was man besser gefunden hätte, wenn man es zuerst gesehen hätte. Aber es war ja damals so, vor dem Herrn der Ringe, wir waren völlig Mittelerde dehydriert. Es gab ja nichts.
Wir hatten ja nichts damals. wir waren ja froh über jeden kleinen Text. Ich habe damals... Man hätte den Hobbit hätte man ziemlich abgefeiert. Ja, ich habe damals, als der Herr der Ringe, bevor der erste Teil ins Kino kam, meine News über die Space View bezogen, ja? Also alle 2 Monate in gedruckten Printmedien, so nach dem Motto, oh, Ian McKellen spielt jetzt Gandalf. Und ich so, oh, cool, ich mochte Magneto. Und das ja, weil also das war noch eine ganz andere Dimension. Da bin ich in den Film gegangen und hatte vorher vielleicht 2 Fotos von dem Film gesehen. Ja, Dito. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. So einen Fernsehtrailer hatte ich irgendwo gesehen. Und lustigerweise hatte ich jetzt beim Hobbit, der erste Trailer bestand ja quasi größtenteils nur aus dem Lied der Zwerge. Und ich war weg. Ich war so begeistert. Ich traumhaft schön. Ich habe den Trailer gesehen, diesen ersten Trailer, und ich so, oh Gott, es wird perfekt, es wird genau das, was ich erhofft hatte. Und dann sah ich den zweiten Trailer und dachte so, Oder auch nicht. Das war nämlich der Moment, wo ich hatte den ersten Trailer und dachte mir, perfekt, wunderbar, ich habe das eigentlich die ganze Zeit vermisst gehabt. Und beim zweiten Trailer fand ich genauso super und großartig, weil er genau das verkörpert hatte, was ich erwartet hatte eigentlich. Also diese Mischung aus Herr der Ringe-Style und dann doch die Leichtigkeit vom Hobbit zusammen. Und das kam im zweiten Trailer super rüber. Ich weiß, ich finde halt, dass es das nicht geschafft hat. Also was ich glaube... Anna sagte das vorher schon mal, es ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist so episch, völlig übertrieben und noch mehr übertrieben und noch mehr übertrieben und Klamauk und I escaped somehow und keinerlei zusammenhängende Story. Oh, wir packen nochmal einen unglaublich schlecht animierten Bösewicht rein, weil jeder Film braucht einen Bösewicht, total wichtig. Und oh, und wir brauchen noch eine Action-Szene und lass sie nochmal irgendeinen dummen Witz reißen, fertig. Ich weiß nicht, das Überepische, ich meine, das Einzige, wo die einzige Stelle mit diesem Überepel, also dieses, wo es versucht wurde, diesem Epischen angehauchten, und was mich störte, war das mit Thorin am Ende. Also wo dann auch, glaube ich, die Nazgul-Musik drunter lag oder sowas, und das fand ich ein bisschen too much, weil das nicht ganz passt. Ansonsten fand ich eigentlich nicht, dass da irgendwie was groß übertrieben. Ansonsten fand ich das eigentlich alles super. Und vor allem fand ich auch die Farbgebung halt anders. Du hattest von vorne bis hinten war der Film, wurde klar, dass es nicht Herr der Ringe ist. Die haben zwischendurch die ganzen Zitate reingebracht, das stimmt. Und ich meine, da gibt es auch teilweise Stellen, wo ich sage, okay, wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, gerade auch was die Musik angeht, die nicht unbedingt immer meiner Meinung nach so passend eingesetzt wurde. Aber im Großen und Ganzen war es halt. Auch bei, jetzt nehmen wir die weiße Radszene. Ich meine, die fand ich dann zwar eigentlich ein bisschen überflüssig, weil nicht viel gemacht wurde irgendwie, war aber ganz schön anzugucken, aber hätten die wirklich voll ausgelebt und auch so Herr der Ringe mäßig gemacht hätte, das meiner Meinung nach wieder nicht zum Rest des Films. Darf ich mal kurz, weil wir die Consulting Nerd Girls sind und eigentlich haben wir ja unseren Schwerpunkt immer auf Frauenrollen, jetzt wollten wir nicht 1,5 Stunden über Galadriel sprechen, über ihren 4 Minuten Auftritt, aber meine Güte, ist Cate Blanchett in den letzten 10 Jahren irgendwie einfach nur noch schöner und jünger geworden? Ja. Irgendwie schon. Oh mein Gott, sieht diese Frau toll aus. Ja. Aber Galadriel will nicht mehr leben, will sich aber auch nicht selbst umbringen, deswegen stellt sie sich immer in irgendwelche Rampen und wickelt das Leiche um sich herum. Und hofft, dass sie Windstoß. Sie hofft, dass sie stolpert. Aber meine Güte, sah sie awesome aus. Von Kostüm, von den Haaren, von Make-up, von allem. Das war sowas von perfekt. Wo wir mit Kostüm und Make-up sind, wir werden später über die Zwerge reden, aber Kostüm und Make-up, ich fand gerade bei den Elben oder sowas, die haben sich diesmal ein bisschen weniger Mühe gegeben. Irgendwie, war alles die haben sich allgemein weniger gemüht. Aber jetzt, Kieran wollte noch was sagen. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Wo sind wir gerade eben stehen geblieben? Kurzer Zwischenkommentar, weil Mats Gleske schreibt, es war doch von Anfang an klar, dass der Hobbit erstmal nicht der Megafilm wird. Frühestens erst im zweiten, wenn überhaupt im dritten Teil, wo die Schlachten jetzt richtig losgehen. Epik hat nichts mit Schlachten zu tun. Juli, deswegen hebe ich hier schon seit 5 Minuten meine Hand. Weiß ich doch nicht, warum du die Hand. Aber jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Nämlich, es ging darum, dass ihr gesagt habt, dass er so fett übertrieben war. Ich jammer überhaupt gar nicht. Und ich fand, mir war zu wenig episch. Also ich fand nämlich das Dol Guldur und der Weiße Rat, ich hatte mir das viel epischer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und dafür war es dann zu klein am Ende. Ist epischer bei Dol Guldur. Ja, aber ich schätze mal, dass sie es bewusst gemacht haben, um es nicht so abzuheben. Natürlich, das kommt wahrscheinlich. Handlung. Und ich denke mal, da kommt ja auch noch was in Teil 2 und 3. Mhm. Und ich glaube, das ist uns auch allen klar. Und irgendjemand meinte, wir jammern gerade auf hohem Niveau. Ich für mein Gefühl, ich jammere überhaupt gar nicht. Ich kritisiere halt, und es wurden gefragt, warum wir den Film so finden, wie wir finden. Und müssen ja auch unsere Wertung hier irgendwie rechtfertigen.
Und begründen. Insofern ist das klar, dass man dann die negativen Dinge auffindet. Ich habe den Film trotzdem genossen. Ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Ich bin auch ernsthaft am Überlegen, ob ich ihn mir noch ein zweites Mal angucke, um zu schauen, ob es beim zweiten Mal anders ist. Mhm. Vor allem, weil es in Hamburg auch eine 2D-Vorstellung gibt. Ach, guck mal, das ändert sich. Korrigiere. Also was? Und ich bin dadurch, dass man negative Sachen eher nicht gefallen haben, aufzählt. Ich könnte gefühlt auch mittlerweile 10 Stunden über Sexismus in Doctor Who reden. Ich liebe die Serie trotzdem. Das hat damit nichts zu tun. Also was ich noch finde, so zum Vergleich Herr der Ringe, Hobbit. Ich glaube, damals, als Herr der Ringe rauskam, hat an diese Mittelerde-Optik einfach noch mehr umgehauen. Das war irgendwie vorher nicht klar, dass das so schön alles aussehen würde und dass das im Herr der Ringe von den ganzen Kulissen, Kostümen, auch die ganzen Orks und Uruk-hais und die ganzen, wie es dargestellt war, mit einer Mühe und mit einem Arbeit und sonst was. Ich glaube, das hat einen damals einfach, also mich hat es damals umgehauen, was dass die da jede Teekanne extra designt haben und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, das hat man schon erwartet in dem Fall und deshalb war man davon einfach nicht mehr so geflasht. Herr der Ringe hat einen auch einfach für alle nachfolgenden Szenen versaut. Aber das ist aber auch ein Kritikpunkt, fand ich. Also ich finde es schade, dass sie diesmal auf diese ganzen Bigages, Miniatures sie haben sehr viel CGI gemacht, was sie vorher halt tatsächlich auch anders gemacht haben. Und ich fand das sah man auch ein bisschen. Das fand ich ein bisschen schade. Achso, Juli erstmal, komm. Alphalast sagt, schreibt im Kommentar, der Hobbit ist nicht episch und war nie als episch gedacht. Es ist eine Kindergeschichte und als solche sollte man auch den Film sehen. Nein, es ist kein Kinderfilm. Wenn es ein Kinderfilm hätte sein wollen, wenn es eine 1:1 Verfilmung eines Kinderbuches gewesen wäre, dann wäre das ein vollkommen anderer Film geworden. Und dann wäre er auch nicht für Kinder guckbar gewesen. Richtig, und man kann nicht eine Kindergeschichte als Vorlage, also man kann nicht einen Film, der als eindeutig als Erwachsenenfilm konzipiert und gedreht wurde, als Kinderfilm bewerten. Das funktioniert nicht. Der Hobbit ist FSK 12, oder? Ja, ich glaube. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also ja. Ich finde die sehr gerechtfertigt. Kein Kinderfilm. Definitiv kein Kinderfilm. So. Köder. Ja. Ja, Bigatures und CGI. Also ich fand erstmal CGI ziemlich gut, bis auf ein paar ganz kleine Details, die aber weniger mit dem CGI als vielmehr mit dem Design zu tun haben. Aber ich habe zum Beispiel beim zweiten Mal schauen extra bei den Goblin-Höhlen drauf geachtet und ich glaube nicht, dass ich einen Unterschied erkennen würde, ob das jetzt eine Miniatur ist oder CGI. Ich habe auf diese ganzen Bauten und so geachtet, das sah nicht unrealistischer aus als zum Beispiel die Saruman-Kamerafahrt, also unter die Höhlen bei Saruman, wo die Uruks gezüchtet wurden. Mhm. Ich fand nicht, dass das schlechter aussah. Das müsste Azog mal gesagt werden. Ja, Azog fand ich designtechnisch auch nicht so überzeugend. Ich glaube, den finden alle kacke. Ich habe noch kein positives Wort über Azog gehört. Ich glaube, da sind sich alle, das ist so wie Arwen in Helms Klamm, da sind sich alle einig. Der arme Krixus. Das geht nicht. Der arme Krixus. Was, das ist Krixus? Ja, das ist Krixus. Manu Bennett spielt den Azog aus Krixus aus Spartacus. Das macht es jetzt viel witziger, weil Maya schon gesagt hat, dass sie für Ben überlegen, ob er Azog macht und ich fände, er könnte auch gut Krixus machen, von daher. Mach. Frage war, zwei Punkte. Punkt 1, der Kinderbuchcharakter sollte doch erhalten bleiben. Ja, dann würde ich sagen, fail. Nein, ich finde ihn da, in manchen Szenen, aber der Übergang und das Zusammenspiel mit dem Rest passt einfach nicht für mich. Ja, okay, in einzelnen Szenen ja. Aber ja, wirklich nur in einzelnen. Zum Beispiel, da passt es für mich. Und dann passt es aber im Zusammenspiel mit dem Rest des Filmes nicht. Es wirkt so abgehackt und als ob das mehrere verschiedene Sachen. Also ganz ehrlich, als Kinder, wenn meine Kinder anfangen, diese Filme zu gucken, meine Große ist jetzt 6, dann würde ich ihr eher die Fellowship of the Ring in ein paar Jahren zeigen, bevor ich ihr den ersten Hobbit-Teil zeige, was so kindergeeignet angeht. Weil ich finde den Hobbit wesentlich brutaler. Echt? Ja. Hallo, die Köpfszene allein. Ja, als Fellowship bestimmt. Die Gandalf köpft jemanden und schubst dann noch mit dem Finger seinen Kopf runter, Szene alleine. Wie beknackt war das denn bitte? Ja. Abgesehen davon, dass ich es latent eklig finde und man da wieder merkt, dass Peter Jackson halt auch aus dem Trashfilm-Bereich kommt, ne? Ich musste voll lachen, weil das in dem Moment so, also generell der große Goblin-König. Ich fand ihn eigentlich cool.
Ja, aber ja, er passt für mich halt überhaupt nicht nach Mittelerde. Das ist der Punkt, wo ich sage, willkürlicher, beliebiger High-Fantasy-Film. Das hat für mich nichts in Mittelerde. Also abgesehen davon, dass es so einer von diesen typischen Bösewichten in Anführungszeichen ist, der sagt, ich habe ein Volk unter mir und alle folgen mir aus eigentlich keinem Grund, aber hey, ich bin König. Und das Ende von ihm war ja mal komplett lächerlich. Nun, was willst du jetzt tun? Und Gandalf sagt, das schneidet ihm den Bauch auf. Und der König sagt, oh, okay, und fällt tot um. Ich fand's witzig. Ich fand viele witzig. Aber die Frage ist auch, du sagst mal, es passt nicht nach Mittelerde. Das ist die Frage, welches Mittelerde? Weil, also, meinst du, da ist da das ist von der PJ-Welt oder das ist von der Buchwelt? Oder beides. Welches auch immer? Ja, beides. Nee. Doch, ja. In Mittelerde des Hobbit-Buches passt es. Ja, Tolkien hat selber gesagt, dass der Hobbit und der Herr der Ringe passen einfach nicht perfekt zusammen. Das ist einfach so. Ja, und das hat Tolkien ja auch selber gesagt. Aber deswegen kommt es immer darauf an, von welcher Perspektive man das jetzt sehen will. Die verschollenen Geschichten, Band 1 und 2, der Großteil, passt auch nicht in das Mittelerde, was in Herr der Ringe etabliert ist. Mal so als Beispiel. Ich bin mal gespannt, was bei Beorn kommt, weil rein theoretisch ja beschrieben, sprechende Tiere, die auf zwei Beinen laufen und das nicht zwangsweise sollten. Also ich bin mal gespannt, was sie davon übernehmen und wie es dargestellt wird. Apropos Tiere, möchtet ihr noch Worte zum Igel Sebastian verlieren? Ich fand es total toll, die Szene. Ich möchte eine Frage hier von Altelast beantworten. Ja, oh ja. Der sagt nämlich, Azog ist vielleicht ein Design noch von Del Toro, Fragezeichen, sieht jedenfalls verdächtig nach den Charakteren in Pans Labyrinth aus. Stimmt. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass Azog so aussieht, weil er ziemlich kurzfristig noch eingebaut wurde, weil auf den frühen Plakaten und Merchandising-Zeug ist nämlich noch Bolg als Endgegner des ersten Films drauf. Und daher glaube ich eher, dass sie erst diesen Sommer begonnen haben, Azog zu designen und zu animieren und deswegen vielleicht er da nicht dann so haben wir aber eine Chance. Dann haben wir doch eine Chance, wenn diese Kritiken jetzt überall im Internet stehen und gehört werden, dass zur Special Edition sie vielleicht das Design und das Rendering und das CGI noch mal ein bisschen überarbeiten von Azog. Dass er wenigstens nicht mehr so kacke aussieht. Ja, das wäre natürlich cool. Wollen wir mal, bevor wir später in sonstige Detailsachen gehen, mal anfangen damit, was wir gut fanden. Ich habe schon vor vielen Sachen gesagt, die ich gut fand. Ah. Also ich mochte den ganzen Anfang, also sowohl den Prolog mit Erebor, mit der Zwergenstadt, als auch den ganzen Anfang im Auenland mit Bilbo. Also ich meine, Martin Freeman ist aber einfach so ein fantastischer Bilbo. Ich hätte ihn auch 10 Stunden beim Kochen beobachten können, wäre mir auch egal gewesen. Und die ganze Sache mit den Zwergen und diese... Also da mochte ich auch die Herr-der-Ringe-Anspielung wieder, wie er halt am Anfang der alte Bilbo das Buch anfängt zu schreiben und so. Das passte für das mich. Das hat mir total gut gefallen. Die Verbindung war da perfekt. Ich war generell von den ersten 15 Minuten komplett überrascht, dass es so gemacht wurde und begeistert. Gerade, ich meine, ich bin ja allergrößter Zwergen-Fan. Und auch wenn ich es für relativ blödsinnig halte, dass Bilbo dieses Buch an einem einzigen Tag geschrieben hat. Aber hey. Wieso an einem einzigen Tag? Wieso? Ja, es beginnt in diesen ersten 10 Minuten, die ich übrigens auch gar fantastisch finde, beginnt es auch damit, dass Bilbo, der alte Bilbo, fängt an, das rote Buch zu schreiben. Und es ist aber auch, wird gleichzeitig etabliert, dass das exakt der Tag ist, wo er sein Fest feiert und an dem Gandalf kommt. Vielleicht macht er es so, wie viele wissenschaftliche Arbeiten geschrieben werden. Erst mal schreiben und dann die Einleitung machen, um zu gucken. Und jetzt muss ich nochmal, also normalerweise gibt er das rote Buch an dem Abend, oder? Ja. Er verschwindet an dem Abend doch. Ja, ich dachte, er schreibt zum Bruchtal weiter. Ich war da nicht mehr ganz sicher. Nee, das Buch kriegt Frodo doch erst am Ende der Trilogie. Ich denke, das Buch kriegt er erst am Ende. Ich dachte, das Bruchtal zu Ende. So war mein Stand der Dinge. Aber ich habe auch gerade überlegt. Also ich will es nicht beschwören, ne? Aber nee, es stimmt. Doch, im Bruchtal hat er das Buch doch auch noch. Ja, ne? Also was ich sagen wollte, genau, die ersten Szenen und gerade dieser Zwergenporno, also ich saß im Film und dachte mir so, oh Gott, und dann diese Zwergenspange, diese Bartspange, ja, also orgastische Gefühle dabei. Generell, also eigentlich alles bis Bilbo das Auenland verlässt, war ich einfach nur absolut geflasht. Sowohl von Martin Freeman, gut, aber im kompletten Film. Aber es ist Martin Freeman, da hatte ich sehr hohe Erwartungen und die wurden auch nicht enttäuscht. Ja, Martin Freeman finde ich auch toll, wenn er ein Porno-Double spielt. Insofern ist es egal. Das ist Martin Freeman.
Also gerade die Szene vor der Hobbit-Höhle und Gandalf kommt und dieser erste Gute-Morgen-Dialog. Gold. Ja. Und super. Man achtet mal drauf, falls es jemand nochmal guckt. Elijah Wood hat in dieser kurzen Vorblende-Szene dreimal so viel Gesichtsausdrücke wie in der gesamten Trilogie. Der ja. macht sich. Aus dem wird nochmal was. Ja. Ja, und was ich auch noch mochte, waren halt die Zwerge irgendwo, also gerade am Anfang in dieser Szene, und der Zwergenchor war unglaublich toll, und ich mochte auch, also was ich wirklich mochte, war halt Thorin. Also der war geil gespielt und hatte so eine tolle Stimme, also wie ja schon ganz viel geschrieben, so hey, lies mir das Film. Ich musste unterscheiden, also ich finde Thorin, Kini und Fili großartig im Film, wirklich. Ich muss da nur meinen Film, also ich hab's zum Glück geschafft, schon als die ersten Bilder rauskamen, so einen Filter einzulegen, sodass ich wirklich so meine Vorstellung von Zwergen und meiner Vorstellung, wie es beschrieben wurde, ausblenden konnte und die Zwerge dann so nehmen, wie sie sind, und deswegen fand ich es ja auch gut. Midori fragt gerade, was ich da für eine grüne Leiche liegen habe. Das ist mein Ballonosaurus, den habe ich von David geschenkt bekommen. Guck, der hat sogar ein Wackelauge. Zwei, aber die sind sehr weit auseinander. Man kann so machen, der sieht nichts kommen. Ja, das ist... Warum kam der nicht im Hobbit vor, frage ich mich. Das ist ein frühes Design für Smaug. jetzt stell dir diesen Kerl mal mit Benedict Cumberbatch Stimme vor. Perfekt. Perfekt, oder? Ausgezeichnet. Episch, ja. Episch. Und wir mussten doch einmal Benedict Cumberbatch sagen. Einmal im Hangout müssen wir doch seinen Namen erwähnen. Ach so, stimmt. Ich fand auch die ersten 10 Minuten, die fand ich super. Generell habe ich, wie gesagt, die Elben komplett abgefeiert. Figwit, als Figwit diese Treppe runterkam, ich habe so gejubelt. Oh, ich fand so grandios. Das hat mein Elbenherz noch überschlagen lassen. Ich fand Thranduil auch ganz großartig, mit Ausnahme des Elchhirsches. Ich fand den Hirsch ja fantastisch. Das passt so zusammen. Die hatten denselben Gesichtsausdruck. Das war großartig. Wenn sie dann wenigstens einen normalen Hirsch genommen hätten, abgesehen davon, dass ich ihn einfach auf ein geiles Pferd gesetzt hätte. Aber auf einen normalen Hirsch hätte er voll einfach ausgesehen. Jetzt stell dir bitte mal Thranduil auf einen normalen Hirsch drauf. Er sieht auch albern aus. Warum kann er kein Pferd benutzen, wie normale Menschen? Aber es gibt ja diese schöne Szene im Hobbit, dass die Zwerge im Düsterwald diesen Hirsch sehen. Und das daraus herzuleiten, dass dann die Elben aus dem Düsterwald sozusagen auf Hirschen reiten, oder der König zumindest, fand ich schon eine super Idee. Aber Thranduil sieht sowieso schon ein bisschen aus, als hätte er Weihnachtsbaumschmuck im Haar, ja? Wenn den jetzt auch noch auf einen... Da hätten sie gleich ein Rentier nehmen können mit einer roten Nase. Ja, also ich fand es eigentlich sehr cool, weil Thranduil... Aber seine Attitüde war total geil einfach. Ja. Und also Thranduil ist schon einfach was Besonderes und cool, und deswegen passt es, dass er auf keinem Pferd reitet, sondern halt so einen richtig coolen Elf. Nein, will ich nicht. Nein. Ja, wenn es denn wenigstens man könnte als Geweih noch an jeder Stelle so Elbenschwerter ranmachen. Das wäre voll das Kampfhirsch. Ja. Aber was bisher noch gar keiner erwähnt hat als beste Szene überhaupt, ist natürlich das Rätselspiel. Oh, ja. Das ist natürlich die grandioseste Szene und auch die noch als Erweiterung von dieser Buchvorlage, wo sie sich ja nur Rätsel stellen. Und dass Peter Jackson das noch so ausgebaut hat, erstmal, dass sie ja zu dritt sind quasi, weil Sméagol und Gollum beide da sind und auch Einwürfe haben, grandios. Also, ja, da würde ich gerne mal aus der Reihe scheren. Da muss ich mich jetzt mal aus der Reihe scheren, weil ich finde zwar, ja, handwerklich super gemacht und schauspieltechnisch awesome, aber ich habe mich nach der Hälfte der Szene zu Tode gelangt, weil ich gedacht habe, ist die endlich vorbei. Die ist super spannend. Das sehe ich als großen Positivpunkt, dass sie sich wirklich die Zeit genommen haben für diese komplette Szene. Fand ich bei der Szene irgendwie voll beknackt, weil ich finde, für mich war die zu lang. Und auch ich hätte nicht gedacht, dass man Gollum nochmal so als bedrohliche Kreatur aufbauen kann, wie es in der Szene gemacht wird, obwohl er auch dieses Mitleiderregende hat. Aber es wird immer bedrohlicher, wo er dann diesen Stein nimmt, finde ich super. Ja. Und das letzte. Und erst stellt ja erst stellt Gollum die Rätsel und nachher Sméagol, wie das wechselt. Ja. Und auch die Bedrohlichkeit der Rätsel. Also ich fand, in der Szene war so viel reingepackt, die ganze Bandbreite von Sméagol, Gollums Geschichte, redet jemand anders bitte weiter? Ich fand die auch sehr gut. Für mich hat es auch sehr viel, ich fand den Moment sehr geil, als Bilbo mit Stich
das in der Dunkelheit leuchtet, blau leuchtet, auch wenn ich dachte, ja, du möchtest ungesehen bleiben, halte die blaue Fackel vor dich. Wie das dachte ich auch, das stimmt. Aber was ich sehr stark fand, war dann, als es plötzlich aufhörte zu leuchten. Ja, das fand ich auch total. Weil Gollum den Ork erschlug. Ja. Aber kurz, kurze Frage, könnt ihr mich nochmal eben aufklären, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist es nur Stich, das leuchtet bei Orks, oder sind das generell die Klingen? Ist das nicht eine Klingenart? Weil Orkrist hat nie geleuchtet. Es wird auf jeden Fall gesagt, es ist eine elbische Waffe, die leuchtet blau. Aber Glamfring und Orkrist leuchten nicht. Ich eben, genau, im Film gibt es nämlich das. Das ist eine Peter-Decks-Entscheidung. Okay, prima. Und wenn nicht alle leuchten, dass Orkrist auch leuchtet? Und Glamfring? Also im Buch müssten eigentlich Orkrist und Glamfring auch leuchten, aber ich glaube, Peter Jackson wollte die Besonderheit von Stich hervorheben. Und aber sie sagen es halt auch noch. Leuchten. Gandalf sagt halt auch noch, es ist eine Elbenklinge. Elbenklingen leuchten. Und dann im gleichen Atemzug ist da halt auch Orkrist und Glamdring. Und die leuchten nicht, genau. Deswegen fand ich das im Film, das war für mich so ein Logo. Ja, es war so ein bisschen Batterien doof gemacht. Ja. By the way, wo wir gerade bei dem Thema sind, wo sie diese Waffen herkriegen. Ja. Wie fandet ihr die Troll-Szene? Toll. Ich fand die sehr passend. Ja. Super. Also ich fand, das war auch das, also ich wusste, dass es ein bisschen, das war ja nicht wirklich albern. Ich fand sie sehr so, wie ich sie mir vorgestellt habe, tatsächlich. Okay. Eine Lanze für die Trolle. Endlich mal Trolle. Ich meine, die waren zwar doof, aber die waren nicht ganz so doof wie die Trolle im Herrn der Ringe, sondern die haben auch teilweise ein bisschen mitgedacht und ich fand die haben halt das ganze Volk der Trolle nochmal. Und sie waren witzig. Ich fand sie halt überhaupt witzig, nicht bedrohlich. Also ja, das erste Drittel des Films. So. Die sind aber auch, glaube ich, auch generell nicht bedrohlich. Sie sind halt einfach nur dadurch bedrohlich, dass sie groß sind. Nicht, dass sie besonders bösartig oder gemein sind, sondern sie sind halt einfach dumm und groß. Ja. Und aggressiv. Na, so aggressiv eigentlich. Die sind auch im Buch nicht sonderlich aggressiv beschrieben. Also deswegen, die Szene fand ich sehr passend und sehr gut umgesetzt, auch bei den Dialogen. Und dazu fand ich sie tatsächlich, also jetzt um das zu sagen, weil ich das teilweise bei manchen animierten Sachen ein bisschen gestoßen habe, fand ich die super. Also auch sehr glaubhaft und sehr, auch generell auch, wie sich die Haut bewegt hat, wie sich alles mit bewegt hat. Ich weiß nicht, auf solche Sachen dachte ich manchmal. Wie sich der Rotz bewegt hat. Kann mir sich der Rotz bewegt hat. Ist das im Buch eigentlich auch so? Das fand ich so sau eklig. Und ich fand es ja eklig, aber an der Stelle fand ich das Eklige durchaus passend. Und die Ponys, wie süß waren bitte die Ponys, so wie die immer geguckt haben, als sie rumgetragen wurden. Oh. Das war eklig, als er Bilbo als Taschentuch benutzt hat, oder was? Genau. Ja. Das war nicht. Und überfüßt also, widerlich. Wie ist aber das eigentlich im Buch? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ist das im Buch auch so, dass Gandalf da diesen Stein wegsprengt? Nee. Im Buch ist es so, dass Gandalf einfach sie so lange in Gespräch verwickelt, bis die Sonne aufgeht. Ja, genau. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Also ich fand halt diese... Ich fand schon, dass sie das Bilbo überlassen haben zum größten Teil. Ja, das fand ich auch gut. Mir war nur in dem Film allgemein ein bisschen zu viel Gandalf ist die rettende Kavallerie, weil das halt nicht nur einmal kam, sondern aber so dreimal. Ja, aber ist es halt eigentlich nicht so sehr mit seiner Look, it's magic! Ja. Sondern mit seiner Weisheit. Und das ist auch ein Kritik. Also in der Goblin-Höhle war es ja schon so Look, it's magic. Also ja, eben, Licht, bei der Troll-Szene gemacht hat, ne? So. Ja, eben. Ich sag doch, das ist ein Kritikpunkt von mir, dass er das im ganzen Film ist, Gandalf eigentlich nur mit hier Faust auf volle Kanne auf für Fünfe. Am Anfang schon mit seiner, ich mach mal unnötigerweise meine böse Donnerstimme. Dann halt später das mit dem Trollen, dann in der Goblinhöhle das mit dem Lichtblitz oder überhaupt sowieso. Und das ist generell ein Kritikpunkt, was ich sehr schade fand. Für mich hat Gandalf im Hobbit nicht das vorausschauende, weise, wissende, was er im Herr der Ringe hatte. Auch als Gandalf der Graue schon. Das hatte er im Hobbit für mich nicht. Er wirkte immer sehr unterwürfig. Ja, er ist kauziger. Er ist älter quasi und kauziger, weil das wäre dem Gandalf vorgestellt. Er ist ja jünger. Ja, aber bei Gandalf ist es anscheinend umgekehrt, weil Gandalf der Weiße ist nachher der jüngste Gandalf. Ja, okay. Und am Anfang ist er der alte, gebrechliche. Ja. Gandalf ist der Doktor. Oder Benjamin Button. Gandalf Button. Ja, Gandalf Button. Gandalf Button finde ich gut. Aber deswegen fand ich übrigens auch die Synchronfassung mit dem Dux. Der Dux ist eigentlich älter als Achim Höppner, der den Gandalf vorher gesprochen hat. Aber das passte in dem Fall, dass er eine ältere Stimme hat und ein bisschen eine großväterliche. Weil Gandalf im Hobbit ist großväterlicher als nachher dann in Herr der Ringe immer. Was ich bei Gandalf so geil fand, wie das rüberkam im Film, dass
man permanent das Gefühl hatte, also gut, erstmal, dass er wirklich dauerhaft bekifft ist, was sie ja nicht nur verheimlichen, sondern ganz offensiv auch sagen. Aber dass er auch irgendwie den Schalk im Nacken hat. Also, dass man teilweise das Gefühl hat, er macht das alles eigentlich so zur eigenen Belustigung. Ja. Ja, das mochte ich nicht. Also ich habe mich doch ein paar Stellen. Wobei Gandalf ja noch echt so einer der wenigsten Kritikpunkte für mich ist. Viel schlimmer war der Radagast. Radagast ging für mich gar nicht, 0, gar nicht. Ja, Radagast von vorne bis hinten fand ich diese Figur gut gespielt für das, was sie im Film sein sollte, aber die Figur an sich. Sagen wir so, also Radagast ist für mich so eine Peter Jackson. Peter Jackson hat sich selbst kaputt gelacht, wahrscheinlich, als er die Figur entwickelt hat. Und als er sich dann ausgedacht hat, dass die so Kaninchen noch hat. Das ist so. Ich Narnia. Fand das auch, dass es nicht so gepasst hat. Aber warum zum Teufel heißt dieser Igel Sebastian? Ja. Das hat mich gestört. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der sagt doch Sebastian. Sebastian. Ach du Scheiße. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das finde ich jetzt auch verstörend, aber das habe ich nicht mitbekommen. Also Radagast passt... Sebastian, der kleine Igel. Moment, dich verstört es eher, dass er einen Namen hat, als dass er so menschlich füßelt und so... Ich glaube, der Name Sebastian ist also unmittelerdisch, oder? Also, ja. Ich habe ja... Die Trolle heißen William, Bert und Tom. Ja. Ja, Bill, Bert und Tom, ja. Da kann der Igel auch Sebastian heißen. Da kann der Igel auch Sebastian heißen, das stimmt. Ja, der war einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig schlecht animiert und völlig übervermenschlicht. Und na, schlecht animiert fand ich ihn nicht. Also auf alle Bewegungen her, das hatte animiert. Nichts Igeliges. Ja, nein. Wie, der war animiert? Nein, das ist der Punkt. So, die Frage, in dem Moment war er aber auch kein reiner Igel. In dem Moment, er war ja vermenschlicht. Er war, also ich meine, sagen wir mal so, es passte schon zu den Tieren, wie sie im Hobbit beschrieben werden, aber ich fasste es, in dem Moment passte es nicht. In den Themen rein. Generell fragt jemand, ob wir noch auf diese neuen Techniken 3D 48 Frames per Second eingehen. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe ihn nur im Normal 3D gesehen, weil ich nicht bereit bin, für diese neue Technik auf die UV zu verzichten. Und in Hamburg läuft er ansonsten in 48 Frames per Second nur in der Synchro. Und Synchro, ich glaube, ich würde mir eher, nein, ich würde nicht Geld ausgeben, um die Synchro im Kino zu gucken. Ja. Hat denn einer von uns hat ihn 48? Kirdan, hast du den gesehen in 48? Ich habe ihn gesehen in 48. Ah, dann sag doch mal. Dann erzähl doch mal. Ich fand's super. Also ich habe ihn zweimal gesehen. Also einmal in 24 und einmal in 48 Frames. Und bei 24 Frames, es ist tatsächlich so, es ist im Prinzip ja das gleiche Bild. Nur wenn die Kamera sich bewegt, zum Beispiel wenn die durch diese Orkhöhlen, Goblinhöhlen fliegt. Bei 24 Frames ist alles unscharf und man kann nichts mehr erkennen. Bei 48 Frames ist halt alles die ganze Zeit super scharf. Und wenn die Kamera rechts oder links schwenkt, bleibt es halt scharf. Und das ist der Unterschied. Und deswegen würde ich 48 Frames auf jeden Fall bevorzugen. Ich fand's super. Ich will 3D-Filme nur noch in 48 Frames sehen. Das war so viel angenehmer für die Augen. Was ich allerdings gehört habe, was wohl einige Leute bemängeln, ist, dass du halt quasi keinerlei Chance mehr hast, irgendwas zu verdecken. Dass du also quasi alles... jedes Maskenstück sofort aufgeklebt siehst und was weiß ich was. Das ist ja Quatsch, weil die Auflösung bleibt ja gleich. Wo die Perücke dran sitzt bei Gandalf und wo die Perücke beim Hobbit dran sitzt, das sehe ich, auch wenn ich den Film normal gucke. Und mir fällt sowas sofort auf. Ich sehe das nicht. Ich sehe sowas auch selten. Für mich sind das nicht Gandalf und... Ja. Bei mir war das ja so, ich habe ja jahrelang Braveheart als Teenager und so cool gefunden. Bis dann Anja meinte, boah, mich stört immer diese Perücke und da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass der Perücke, der mir hier Bolles anhat. Und jetzt kann ich den Film nicht mehr gucken, weil ich immer total diese Perücke sehe. Also bitte lass das beim Hobbit. Ich habe übrigens festgestellt, Legolas trägt eine Perücke. Nein. Ich habe festgestellt, ich glaube, ich finde Radagast nicht komplett gelungen. Ich mag ihn aber doch irgendwie sehr,
weil meine unglaubliche Sympathie für den Schauspieler auf die Rolle abfärbt und weil sein Doktor einer meiner Lieblingsdoktoren ist und der genauso kauzig ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist genau der gleiche Kauz, den der siebte Doktor auch hat. Genau, und ich mochte den siebten Doktor nicht so sehr. Ist nicht so mein Favoritendoktor. Nee, sorry, das funktioniert für mich halt nicht. Und, habt ihr mal Sylvester McCoy auf einer Convention oder so gesehen? Noch nur nicht, im Internet, aber... Er muss unbedingt zur Ringcon oder zur FedCon oder so kommen. Dieser Mann ist großartig. Er ist grandios. Ich fand ihn so auf dem roten Teppich schon mit am witzigsten, so. Ja. Wo soll ich denn sagen, beim roten Teppich? Ich habe ja dann doch aus gegebenen Gründen die Premiere aus Neuseeland mitgesehen, die ich übrigens relativ langweilig fand. Aber witzig daran war, das über das Herr der Ringe Filmforum im Chat mitzubekommen. So die üblichen Verdächtigen, die auch immer so während der Oscar-Nacht da sind. Bis jemand sagte, oh, ja, er macht die Nacht durch und geht dann in die Schule. Und wir alle so, wie? Schule? Und das waren das dann so 14-, 15-Jährige und wir fanden das sehr, sehr cool, dass halt wirklich Neulinge da sind, die auch jetzt sich schon im Vorhinein quasi sich diese Übertragungen mit antun, dass sie auch wirklich kräftig mitschreiben. Wenn jemand so sieht, hallo an neue Leute. Ja, willkommen, willkommen im Fandom. In 10 Jahren seid ihr wie wir. Ja. In 10 Jahren meckern wir dann alle gemeinsam über die Neuverfilmung des Silmarillions, die dann irgendwann freigegeben wurde und als Fernsehserie auf Arte läuft. Ja. HBO. Auf Arte könnte viel das zu episch. Auf HBO mit viel Sex und Titten und Blut. Nein, das Silmarillion läuft als Scherenschnitt-Animation auf Arte. Ja, mit Tschechischen. Ich finde, man könnte mal Galadriels Leben verfilmen mit Kate Blanchett. Oh Gott. Ich würde es sofort gucken. Ja, es ist so hier. Machen wir ein großes Herz. Yay. Ich würde mich ja mehr über Zwerge freuen. Weil, also es wurde jetzt im Chat auch schon ein paar Mal gesagt, dass sie es gut gefunden hätten, wenn die einzelnen Zwerge mehr zu sehen worden gewesen wären oder mehr Charakter bekommen hätten. Hätte ich im Prinzip auch cool gefunden. Ich hoffe ja, da kommt noch was in den nächsten Folgen. Da kommt bestimmt noch was. Andererseits ist auch, also jetzt, ich fange schon wieder mit dem Buch an, es tut mir schrecklich leid, aber im Buch bleiben halt viele davon auch relativ farblos. Du hast halt so ein paar, die rausgegriffen sind und ansonsten sind es halt Bilbo, Thorin und die restlichen Zwerge. Sie haben es ja schon mal unterschieden durch das Kostümdesign und durch das generelle Auftreten. Was ich Anna, du tippst wahnsinnig laut. Entschuldigung. Ja. Es gibt so ein paar Stellen, die ich ein bisschen schade gefunden habe. Also zum Beispiel, weil irgendwie ganz explizit die Musikinstrumente und die Farben der Kapuzen beschrieben wurden und das einfach nicht aufgenommen wurde oder auch verschiedene. Aber das sind Kleinigkeiten. Auch, dass eigentlich Kili auch eigentlich eher einen blonden Bart bräuchte und ähnliches. Aber ja. An so Äußerlichkeiten, das finde ich, ja eben, das finde ich auch nicht wild. Also so Äußerlichkeiten, wenn sie nicht charakterbestimmt sind, dann finde ich das nicht so wild. Von wild habe ich nichts gesagt. Ich reg mich darüber jetzt nicht auf. Ich finde sie trotzdem toll. Ich finde es halt nur manchmal ein bisschen... Ja? Ja, sag noch zu Ende, bitte. Nö, red einfach. In dem Artbook war übrigens der interessante Ansatz, Im Buch haben ja die ganzen Zwerge Musikinstrumente. Zum Beispiel Thorin hat eine goldene Harfe. Und es war wohl auch mal geplant, dass jeder sein Musikinstrument dabei hat, aber das war halt dann doch einfach zu unrealistisch, dass jeder so ein riesen Musikinstrument auf seiner Reise dabei hat. Wäre aber mal interessant. Die hätten ja nicht riesig sein müssen. Die meisten Musikinstrumente sind ja welche für die Reise. Die Fiedel, die Flöten, die kleinen Harfen. Was? Also ich weiß ja nicht, keine Konzertharfe. Das hätte ich, aber die hätten die ganze Zeit am Körper tragen müssen. Okay, ich muss das so in die Schweiz, So wie sie Thorin aufgebaut haben, hätte das ja auch null zum Charakter gepasst. Ja. Ich find's gut, wenn er Harfe spielt. Übrigens, die nervigste Thorin-Szene fand ich, als sie Kili und Fili... Ah nee, wer war das? Tipp. Anna, nimm die Tastatur vom Mikrofon. Ihr tippt auch die ganze Zeit laut. Offensichtlich hat das bislang noch niemanden sonst gestört. Ich sag nur nichts mehr, weil ihr mich dann immer so anpisst, wenn ich übers Tippen meckere. Die Szene, in der, wer war das denn? Ich kann die Zwergennamen nicht auseinanderhalten. Der Wen meinst du denn? Balin? Balin ist der Alte. Der Alte. Als er Bilbo erzählt, warum Thorin so ist, wie er ist, wo dann dieser Rückblick kommt. Mhm. Und dann ist ja in Ordnung, wenn man das Bilbo erzählt, der die ganze Story ja nicht kennt. Dann haben wir allerdings da noch 12, abgesehen jetzt von Thorin, 12 andere Zwerge, die genau diese Story perfekt kennen. Ja. Thorin sitzt episch, emo,
am Abgrund. Nee, er sitzt nicht, er steht, glaube ich. Er steht. Und guckt in die Nacht. Und dann ist diese Geschichte zu Ende. Und die Kamera alles schwenkt weg, auf Torin. Und er dreht sich und um. Und hat Gänsehaut. Und die Sonne geht hinter ihm auf. Und alle fangen fast an zu weinen. Und die anderen Zwerge drehen sich alle um und haben alle so... Wie jetzt? Das ist Torin? Ach so! Gesichtsausdruck. Und ich dachte echt so, das ist nicht euer Ernst. Aber ich ich habe letztens noch jemand erzählt, wie toll diese Szene ist. Ich fand die auch total gut. Übertrieben lächerlich. Ich es fand die so, gut. Es war so pseudo-heroisch. Consulting Nerd Girls, wir ruinieren ihre Filmerlebnisse seit 2012. ich fand die Szene total nur, also ich fand die wirklich aber auch wirklich schön. Das Schlimmste, ich fand wirklich was ganz, mich ganz gestört schlimm, hat, ist, dass sie offensichtlich die ganzen Zwerge halt sich umgedreht haben, so nach dem Motto, oh, wir haben die Geschichte zum allerersten Mal gehört. Nee, das habe ich so nicht verstanden. So kam das bei mir aber nicht rüber, als sie haben das zum ersten Mal gehört. Es kam bei mir halt so die Hoffnung. Ja, aber es war so albern, was ich albern fand an der Szene. Mir ist es nicht so vorgekommen wie Juli, aber ich fand es albern, dass sie das erzählen, während er daneben steht, als ob er nicht anwesend wäre. Ja, Motto, er steht da 2 Meter daneben. Er aber hört auch, sie. Aber auch das passt zu Torin. Ich meine, er lebt ja ein bisschen von diesen Geschichten. Er ist auch der Hoffnungsträger. Er ist der, Torin das Anfang. Ist der Emo-Zwerg. Ja, das und der, ich bin also Aragorn, ne? Aragorn, der hätte jetzt ein Schwert gezogen, gesagt, jetzt seid mal ruhig hier, hören euch gleich die Orks. Ja, oder Aragorn hätte die Story selbst erzählt und zwar gesungen. Stimmt. Er hätte sie gesungen. Und dabei hätte er Essen gemacht. Ich kann da über alles so, ich kann ja sogar darüber hinweggucken, dass Thorin der König der fucking Langwerte ist und mein linker Ellenbogen mehr Haarwuchs hat als er im Gesicht. Aber kannst du bitte jetzt dein Ellbogen ins Bild halten? Ja, ich möchte jetzt alle gehen. Aber Leute, lass uns doch darüber sprechen, was ich mag die Zwerge, finde es aber trotzdem, gerade jetzt als auch die ersten, als ich die ersten Sachen gesehen habe, wie die Zwergenfrauen aussehen, es kam im Film durchaus Zwergenfrauen vor und im Artbook gibt es auch Detailbilder von Zwergenfrauen. Und das schließt eigentlich daran an, dass ich die Zwergenmänner schon viel zu menschlich sexy aufs Publikum zugeschnitten finde. Ja. Also ich finde sie gut, ich finde sie toll und ich gucke sie mir auch sehr gerne an. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es da nicht mutiger war. Und auch wenn man die Designs der Zwergenfrauen sieht, die zwar so ein bisschen Pflaumen haben und so ein bisschen mehr Schmuck, aber im Prinzip auch wieder sehr auf menschlich. Sehr überweibliche Attribute auch wieder bekommen haben. Und ich das eigentlich wirklich schade finde, dass da nicht mutiger mit umgegangen wird. Sanja XXXX hat mir gerade die Frage gestellt, was hätte Torin denn deiner Meinung nach machen sollen? Sich am Hintern kratzen, weil sie die Szene sehr schön fand, wie ungefähr 99% aller Zuschauer offensichtlich. Es geht mir nicht darum, was Torin macht. Der kann sich meinetwegen am Hintern kratzen, der kann sich auch episch umdrehen und die Haare nach L'Oreal-Manier werfen. Das ist mir völlig Schnurz. Was mich gestört hat, war das Übertriebene, dann mit dem Sonnenaufgang noch im Hintergrund, die ganzen Zwerge. Dagegen hat nur gerade mal die Sonne auf, zufällig. So ist das. Genauso wie der Mond im Bruchtal, gerade genau an dem. Das war etwas albern, fand ich. Aber nochmal zu den Zwergenfrauen zurück, Uri, was du gerade angesprochen hast. Ja. Da gab es, glaube ich, auch die Entscheidung, dass man wirklich die Zwergenfrauen halt so macht, dass sie riesige Werte haben, was ja dann am Schluss die Männer auch nicht hatten, aber diese Entscheidung, dass die dann doch ganz gut und weiblich aussahen oder relativ gut aussahen, war wohl die, dass man nicht wollte, dass das Volk in die Lächerlichkeit gezogen wird, dass das zu einer Freakshow wird, sondern man wollte, dass man die als ein authentisches Volk wahrnimmt und dass man die ernst nimmt. Ja, deswegen und vielleicht hatte man Angst, dass man zu sehr ins Lächerliche geht. Ja, aber das ist halt dann so ein Balanceakt. Wieso muss das auf diese Ebene sein? Wieso wird man es sonst nicht ernst nehmen? Und gerade wenn das große Filmleute sind und große Filmmacher, dass die da nicht mutig sind und da keinen Weg finden, sie müssen sich ja keinen. Sie hätten die Chance gehabt, was Neues zu etablieren. Ja, und gerade. Ja. Vielleicht haben sie es versucht und dann gedacht. Oh, das sieht aus wie die bärtige Frau auf dem Jahrmarkt von 1920. Ja, so sieht das keine ja Ahnung. Jetzt eher aus mit dem Pflaumen, den sie da nur so ein bisschen hatten. Ich glaube, wenn sie es tatsächlich... Vor allem, sie haben auch Kleider an. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Kleider. Ich stehe auf Kleider, ich werde mir auch so eins machen, weil ich es total schön finde. Aber es passt nicht zu den Beschreibungen. Und
ja, wie gesagt, also ich finde es durchaus in Ordnung, ich finde den Film in Ordnung, ich finde den Film konsistent, aber ich finde es trotzdem schade, dass es nicht mutiger ist. Und auch diese, also natürlich ist es absolut auf den 0815-Zuschauer zugeschnitten, aber als jemand, der sich schon mehr mit Fantasy beschäftigt und auch mehr mit dem Film beschäftigt, fehlt, also das ist mir einfach zu. Habt ihr die Bilder von den Zwergenkindern denn schon gesehen? Oh ja, das ist toll! Warte, ich hole mal das Buch und halte mal die Kamera für alle, die es nicht gesehen haben. Das ist jetzt ungefähr so, das ist jetzt ungefähr so, wie wenn ein Katzenbaby einkommt. So, ich bin wieder. Zwergenkinder. Fidi und Kili sind süß wie sonst was. Als Gott, ich muss mal überlegen, ich sehe schon Karnevalskostüme für die Kinder. Und. Aber deine Kinder sind. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Halt mal gar nicht. Aber David ist noch klein genug dafür. Sag mal was, Köder. Ach so, jetzt muss ich was sagen, damit mein Bild groß wird, aber es wird nicht groß. Doch, wird groß? Ja. Ah ja, sehr gut. Etwas verschwunden. So, kannst du noch mal die Zwergenfrauen zeigen? Leute, ihr dürft nicht dazwischen reden, sonst wird der Köder. So, jetzt zeigen die Zwergenfrauen. Das ist ein Design. Hier sieht man eine Zwergenfrau mit ein bisschen mehr Bart. Die sehen ja schon prächtig aus, also ja. Muss man ja sagen. Die Haare sind geil. Hier sieht man Zwergenfrauen, genau, die Haare, die Frisuren. Nochmal ein Mädchen, ein Zwergmädchen, Zwergenfrauenmädchen. Aber, ja. Und die, der ist ja der, die mit den Ohren. Perfekt. So ich fand das toll. Es gab, die sind super. Es gab einmal die Frage, ich möchte auch da gleich nochmal kurz drauf eingehen, es gab noch einmal die Frage hier, wie oft habt ihr den Film schon gesehen? Ich glaube, alle außer Kirdan haben den Film einmal gesehen und er hat ihn zweimal gesehen. Und dann wollte ich sagen, ja, ich kann verstehen, dass sie das Volk nicht zu einer Freakshow machen wollten. Das finde ich generell auch gut. Ich finde, sie hätten den Frauen durchaus noch ein bisschen mehr Bartwuchs geben können. Ohne dass es, bevor es lächerlich wirkt, es muss ja nicht so ein Vollbart sein, komplett. Aber das ist letztlich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Teil meiner Kritik generell, also sowohl an Return of the King als auch am Hobbit, während sie in The Fellowship of the Ring und auch in Two Towers noch, wobei es da schon mehr Richtung Mainstream geht, da haben sie sich einfach noch wahnsinnig viel getraut, finde ich. Also da haben sie sich getraut, einen eigenen Tonfall, eine eigene Erzählweise, eine eigene Grundstimmung innerhalb der Filme aufzubauen. Und in Return of the King sind sie dann unheimlich ins Mainstream abgeglichen. Sie haben die Action-Szenen reingeballert ohne Ende. Sie haben sehr viele Sachen dann massivst übertrieben. Also es gibt einige Szenen bei Return of the King, wo es ich ganz, ganz toll finde. Also wie gesagt, ich mag den Film generell auch, aber ich finde ihn, wie gesagt, halt am schwächsten. Und letztlich führt der Hobbit das nur noch weiter fort. Ich finde, der Hobbit ist wahnsinnig Mainstream. Und das ist einfach sehr schade. Sie haben sich nicht getraut, also ich, ja, das, was Orin letztlich gerade sagte, sie haben sich einfach nicht getraut, das zu machen, was eigentlich hätte machbar sein können, was machbar gewesen wäre, besser gesagt. Das finde ich einfach sehr schade. Das ist eben halt dieses verschenkte Potenzial, was ich bemängel. Schweigen im Walde. Ich möchte, aber wo wir gerade Zwerge anfangen, was ich nochmal wirklich unbedingt, was ich nochmal erwähnen muss, was für mich so der Abfeiermoment überhaupt war, war die Rückblende am Anfang auf das Zwergenkönigreich. Optisch, das war ja ein visueller Orgasmus. Das war toll. Ja. Ich habe ein bisschen Flashback bekommen. Es sieht ein bisschen fast eins zu eins so aus wie die großen Hallen in Moria in Herr der Ringe Online. Das Design ist echt so eins zu eins. Aber es sieht so saugeil aus. Und das, was man von Smaug gesehen hat, hat mich tatsächlich so, boah, jetzt, ich würde gerne, aber ich habe mir dann zwischendurch schon gedacht, so, ah ja, dramaturgisch gesehen ist es völlig klar, dass sie den noch nicht zeigen, aber boah, Smaug. Ich war überrascht, dass er überhaupt schon so dargestellt wurde. Was man bisher gesehen hat von Smaug, nach allem, was man bisher gesehen hat von Smaug, glaube ich, dass er sehr nah am John House Smaug sein wird. Ja, also das glaube ich auch. Diese Nüstern und das Auge und so, das sah schon sehr nach John House aus. Ich bin da sehr gut. In den Kommentaren wurde gesagt, wir hätten zu viel den Redeanteil ungleich verteilt. Sie möchten bitte, dass Kieran mehr spricht. Kieran, erzähl uns doch einfach mal was so ein bisschen über den Soundtrack. Du hast ja auch den Hobbit, die ganze Entwicklung, das wahrscheinlich viel mehr mitbekommen als wir im Vorhinein, immer durch News oder irgendetwas. Gab es noch irgendwelche Auffälligen, Veränderungen? Also da, wo du irgendwie vorher andere News bekommen hast und das dann im Endeffekt anders war, oder?
Ja gut, also erstmal interessant fand ich natürlich, man wusste ja nicht, was drin ist und was nicht, und ich wusste von ganz vielen Szenen, die gedreht wurden, einfach durch Berichte von den Dreharbeiten oder auch durch Trailer, die nicht vorkamen, wie zum Beispiel das Fest des alten Tuck, wo Bilbo ein Kind ist und Gandalf Feuerwerk macht und Puppenspiel ist. Die Szene zum Beispiel wurde ja gedreht, da gab es auch im Making-of viele Bilder von und die kam nicht vor. Dann gab es wohl mal eine Szene kurz nach der Geburt von Bilbo, wo Gandalf das erste Mal vorbeischaut und man halt Belladonna und so sieht. Kam auch nicht vor. Gandalfs kleiner Ausflug nach der Szene im Bruchtal, wo er zu den Gräbern der Könige, der Menschenkönige geht, kam nicht vor. Und vieles mehr. Wobei man sich fragt, wie haben die diesen Film geplant, weil eigentlich sollte ja da, wo er jetzt endet, eigentlich nur die Mitte sein. Und ich hoffe, dass wir einiges davon noch in der Extended sehen dann. Ich gehe ja fest davon aus, dass sie viele Sachen einfach gesagt haben beim Schneiden, dass sie sich dann einfach gemacht haben, gesagt haben, okay, können wir alles rausnehmen, packen wir alles in die Special Extended Edition. Es gibt auch noch die Marktplatz-Szene, wo Bilbo einkaufen geht mit hunderten von Hobbit-Statisten. Ja, auf die habe ich gewartet. Die auch nicht vorkamen. Auf die habe ich gewartet. Am nächsten Morgen, glaube ich, spielt die wahrscheinlich. Aber stimmt, Kindern, du hast dich auch sehr mit dem Soundtrack auseinandergesetzt, weil mich hat es ein bisschen irritiert, dass im Film relativ viel Herr der Ringe-Sound wieder zu hören, weil auch teilweise einfach wiederverwertet an Stellen, wo ich dachte, okay, passt das jetzt, passt das nicht? Da war ich mir nicht ganz so sicher. Ich fand den Soundtrack im Film irgendwie unruhig. Meine Schwester hatte das so beschrieben, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wie auf Con diese Herr der Ringe Fahrstuhlmusik, die man hat, und ab und zu wird ein Buzzer gedrückt mit dem Mountain-Theme. Was im Film tatsächlich für mich auch so rüberkam, aber die Soundtrack-CD selber ich großartig finde und es auch irgendwie anders anhört. Ich weiß nicht, wenn ich den Film nochmal sehe, werde ich anders auf die Hintergrundmusik wahrscheinlich achten, aber ich meine, du hast dich ja schon mehr damit beschäftigt. Ja, also ich habe auch beim ersten Mal dieses Gefühl gehabt, dass vieles wieder recycelt wurde sozusagen, was nicht schlimm ist, weil ich die Musik großartig finde, auch aus Herr der Ringe. Ja, und es ist nur konsequent, das weiterzuführen. Aber ich habe beim ersten Mal hören noch gar nicht diese, zum Beispiel das Bilbo-Thema, habe ich gar nicht rausgehört. Was das erste Mal zu hören ist, als Gandalf halt bei dieses Guten Morgen-Gespräch. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich es dann aber gehört. Also es ist vielleicht etwas subtiler diesmal. Die Themen sind etwas subtiler verpackt. Was schade ist, ist, dass auf der Soundtrack-CD ist dieses Lied der Zwerge Erebor mit Ulian Pipes, also mit Dudelsäcken. Mhm. Und das kommt im Film tatsächlich nicht vor. Das weiß ich nicht, weil Peter Jackson gesagt hat, das klingt zu schottisch oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist sehr schade. Aber mit dem Schottischen hat ja gepasst. Ich fand es gerade super, dass sie ja den schottischen Schauspielern an sich anscheinend auch gesagt haben, dass sie bitte schottisch raushauen. Das fand ich fantastisch. Also alle, die OV noch nicht gesehen haben, die Zwerge sind teilweise schottisch irgendwie. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich sehr. Auch das die Trolle im Original übrigens gerade. Super toll. Aber das war doch auch bei Herr der Ringe schon so. Ja. Herr der Ringe hat eine ganz nette Synchro, aber die OV rockt alles weg, spätestens in dem Moment, wo Leute anfangen zu singen. Ganz ehrlich, das Lied in Teil 3 kommt in der deutschen Version nicht mehr halb so toll rüber wie in der englischen. Also ich bin gespannt, ich habe gesagt, was ich auf jeden Fall, ich freue mich, ich hoffe sehr, dass der erste Satz vom Smaug, den ich jetzt natürlich spontan wieder nicht rezitieren kann, an Bilbo gerichtet mit dem Meisterdieb, dass das auch tatsächlich der erste Satz sein wird, den wir von Smaug hören werden. Das hoffe ich sehr, weil ich bin ja ein bekennendes Benedict Cumberbatch-Fangirl und finde seine Stimme sehr passend fürs Mal. Ich bin gespannt, ob sie sie noch irgendwie verändern, ob sie sie sehr, sehr, sehr verzerren werden. Bestimmt. Also Cumberbatch hin oder her, weil klingt halt nicht, als hätte er den Resonanzkörper eines Drachen. Was schätzt ihr eigentlich, wie viele Leute jetzt den Film sehen, die Bücher nicht gelesen haben? Viele. Bestimmt. Ich war bei meinen Kommentaren immer schon, also ich muss sagen, ich verfolge ja ganz gerne bei Facebook momentan die Zwerge. Die sind bei Facebook tatsächlich recht unterhaltsam zu lesen und haben auch immer sehr schöne Bilder, die sie posten. Und da gibt es immer Kommentare und ich bin da teilweise ein bisschen irritiert, weil, also ich habe bisher noch nicht groß was geschrieben, sondern selbst zum Beispiel zu Fili, Kili, Thorin, man weiß ja auch nicht, ob sie im Film wirklich sterben, also ob sie es. Ich glaube, wenn sie es ändern, finde ich es eigenartig, aber man weiß es ja nicht. Aber ich weiß jetzt im Moment immer nie, wie ich im Filmforum oder wie ich irgendwo sprechen kann, ohne zu sehr zu spoilern. Ja, ja. Oder jetzt auch, ne? Ich hab den ersten Satz. Well, thief, I smell you and I feel your air. I hear your breath. Come along, help yourself again. There is plenty and to spare.
Ja. Und ich hoffe einfach sehr, dass das wirklich der erste Satz auch im Film sein wird, den Smoke. Also, Julie, schön, ja. Julie, hast du auch ein Auge auf den Chat? Ja. Danke. Also, gerade war ja Cumberbatch das Thema und hier fragt dann auch jemand, könnt ihr bitte mehr über den Necromancer sagen? So, da muss ich sagen, kann man doch da war ich ja sehr enttäuscht. Da war nicht viel, ne? Da war ja nur so ein Schatten. Kommt doch. Ich habe noch gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt da was großartig jetzt zukommt in Teil 1. Das war, glaube ich, wieder so eine Lösung, um das, was eigentlich später geplant war, schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Ja. Vermute ich mal. Ich muss vielleicht, dass es schon mal angedeutet wird, muss ich sagen. Also ich meine, klar, wenn man jetzt großen Auftritt von dem Necromancer erwartet hat, war es natürlich enttäuschend, aber dass es überhaupt schon mal angedeutet wurde mit der Hoffnung, dass dann in Teil 2 und 3 mehr dazu kommt, fand ich es gar nicht so schlecht. Sah natürlich ein bisschen... Gut, da waren war natürlich nicht sehr spektakulär. Ich muss ja zugeben, dass ich die ganze Necromancer-Sache auch erst nochmal nachlesen musste, weil mir das nicht ganz so bewusst war, wer das eigentlich sein soll. Dann verraten wir es jetzt. Du wusstest nicht, wer das sein soll? Ja, spoilern nicht, wer das sein soll. Ja, Entschuldigung, ich muss nachlesen. Okay. Übrigens, der Necromancer war nicht Andy Serkis im Motion-Capture-Anzug. Nein. Weil das so lese ich das gerade aus den Kommentaren heraus. Ja, war das glaube ich auch Cumberbatch im Motion Capture Anzug. Das ist Cumberbatch. Ja. Ich bin auch gespannt, weil sie haben ja auch gesagt, dass Smaug ja nicht nur er rein spricht ihn ja auch. Ja, also er dann wenn er mal sprechen sollte. Ja, und Smaug. Insofern glaube ich schon, dass sie die Stimme von einem von beiden verändern werden, weil sonst wird es sehr verwirrend. Wenn die beiden ich glaube, das kann ein Schauspieler aber auch so, einigermaßen. Und gerade Benedict Cumberbatch, der kann das. Ich meine, wir hatten hier Darsteller von Gimli, der hat ja auch John Rhys Davies hat ja auch Baumbart auch gesprochen. Ja. Also das funktioniert. Ich freue mich übrigens dann auf Stephen Fry in den weiterführenden Filmen. Ach, ich bin Bürgermeister. Also, ich muss sagen, das war so die Casting-News, wo ich vorher so... Die ersten 5 Sekunden, die man von Tal schon gesehen hat, habe ich ja 5 Sekunden und 5 Kostüme, die ich haben will. Also ich meine, die Stadt sieht jetzt schon sehr bunt und cool aus und das war wirklich ja nur so ein Blick, den man drauf hatte. Und bei Seestadt habe ich bisher nur so ein paar Promobilder, also so diese Kulissenbilder gesehen und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich großartig wird. Alphadas schreibt, ein Kritiker hat Thorin mit Ahab und Smaug mit dem Weißen Wal verglichen. Was haltet ihr von diesem Vergleich? Ich bin mir noch unsicher. Ich empfinde Smaug jetzt nicht als das, was Thorin jagt. Also bisher zumindest nicht. Ich jagt auch nicht, dass das so Heimat hinterher so irgendwo, ne? Also im Prinzip. Julie? Ja. Julie, ich wollte dich nochmal auf den Chat hinweisen. Ach, auf diesen Chat? Ja, natürlich. Oh, Entschuldigung. Den anderen kann ich selber. Nee, den kann ich selber lesen. Ich glaube, dieser Kritiker war übrigens ich. Mit dem Vergleich. Und ich fand schon, also ich fand es deswegen, weil man weiß, dass sich Thorin in so einen Fanatismus reinsteigern wird, wenn es darum geht, das Königreich zurückzuerobern. Und dass halt diese Habgier, die quasi der Drache personifiziert, auch sein Verderben sein wird. Das weiß man schon. Das sagt ja Gandalf sogar schon. Gandalf sagt, dein Stursinn wird eines Tages dein Verderben sein. Und ich spoilere wahrscheinlich schon zu viel. Nein. Wir sind im Spoilerbereich. Wir sagen hier am Ende behält Bilbo den Ring. Nein. Und am Ende auch. Ja, und Frodo schmeißt ihn nachher in den Berg. Und übrigens ist Darth Vader Lukes Vater. Und die Titanic. Böser Mensch. Du die lügst Titanic doch. Die Titanic ist untergegangen. Und Caesar wurde ermordet. So. Von seinem Stiefsohn. Also ich bin mal gespannt. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie im Bruchtal keine Lästereben haben. Weil eigentlich sitzen im Bruchtal ja im Baum. Also Elben sitzen im Baum und singen Spottlieder auf die Elben. Ich habe echt gehofft, dass die das irgendwie reinbringen und irgendwie schaffen einzubinden, ohne dass es komplett out of place ist. Haben sie leider nicht gemacht. Jetzt hoffe ich wieder, dass sie tatsächlich, also ich möchte bitte sehr im Düsterwald rund ums Thranduil besoffene Elben. Wenn ich meine besoffenen Elben nicht kriege, kann die ganze Trilogie einpacken. Aber ich glaube, du darfst dich freuen. Trilogie, Orin, wie oft noch? Trilogie! Ich sag immer Trilogie, ich schreib auch immer Trilogie. Nein, du sagst immer Triologie. Das sage ich gar nicht. Wie Trilogie? Gerade eben. Kieran, du wolltest auch was zu meinen besoffenen Elben sagen.
Ich glaube, die wird es geben. Also bin ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, Peter Jackson macht das. Ich glaube, in Zusammenhang mit der Szene von Legolas aus der SEE von Teil 2 oder so. Das heißt, müssen mit dem Drinking Game? Ja. Was zum Beispiel Slapstick Humor fand, war den ich einigermaßen erträglich? Den fand ich super. Ich habe relativ viel gelacht bei der Szene. Ja, Dito. Und wir haben in den Making-ofs auch schon sehr viele Weinkeller der Elben gesehen. Also Weinkeller gibt es auf jeden Fall. Und irgendjemand muss den ja auch trinken. Ne? Ich muss ja sagen, ich bin ja Düsterwald-Mädel. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie sie den Düsterwald und das Reich der Elben dort darstellen. Also damit wird für mich der nächste Film fallen oder sinken. Fallen oder ja, steigen, genau. Legolas. Legolas kriegt ja jetzt anscheinend eine größere Rolle, was ich durchaus passend finde. Also viele, es gab vorhin die gesagt haben, oh, die geht gar nicht so nah. Natürlich geht das, die kämpfen da auch mit. Warum, also ausgerechnet Legolas, warum sollte der nicht da sein? Andererseits hätte ich es auch, also ich hätte es tatsächlich witzig gefunden, wenn er noch nicht mal eine Sprechrolle gehabt hätte, sondern im Düsterwald nur einmal irgendwie besoffen im Hintergrund so von links nach rechts. Also ich hätte es cool gefunden. Vielleicht am besten noch so, Zwerge sind scheiße, Zwerge sind voll kacke. Denn er ist immerhin Kronprinz. Ich hätte es cool gefunden, wenn er einfach irgendwie neben Thranduil, neben an seiner rechten Seite hinterm Thron gestanden hätte oder sowas. Korrigiert mich, was, wo du gerade Kronprinz sagst. Das sind ja Fili und Kili im Prinzip auch. Im Film kam überhaupt nicht rüber, dass die überhaupt verwandt sind, oder? Also mit Thorin. Mm-mm. Nee, das kam im Film nicht weggerissen. Jetzt frage ich mich, wurde zumindest nicht. Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich glaube nicht. Ich glaube, im Film wird nicht mal mehr besonders erwähnt, dass Fili und Kili miteinander verwandt sind. Man kann sich denken am Namen. Ohne Scheiß, es hat keine 5 Minuten im Internet gedauert. Ja. Und ich habe das erste Fili-Kili-Slash gesehen auf Tumblr. Das war so eine Oh Gott, jetzt beginnt das wieder. Ja, das geht wieder ab. Das gibt neue Kategorien in der Library of Moria. Weißt du, du guckst nach Fili und Kili und weißt gar nicht, was du als warum es nehmen willst, weil du willst nur danach gucken und kriegst automatisch so Fili, Kili und Kompensation. Das war doch klar, oder? Ja, natürlich war das natürlich. Vor allem auf Tumblr, insofern. Kirdan, es wird schon zum 87. Mal gefühlt danach gefragt, ob du eine Kopie des Roten Buchs der Westmark hast oder ob es sowas gibt. Ich habe das Original, das kann ich dir ja sagen. Ich habe hier das Original liegen, ich darf es aber nicht zeigen. Nein. Von Bilbo hat geschrieben. Ich habe leider kein Original und auch keine Kopie des Roten Buchs. Obwohl, ich habe natürlich den Herr der Ringe, ne? Und den Hobbit. Ja. Das sind ja sozusagen auch Kopien des Roten Buchs. Genau. Das ist spannend, warum gibt es eigentlich keine Version, wo es tatsächlich als rot, also wo der Hobbit und Herr der Ringe tatsächlich als rotes Buch gedruckt wurde und schön, warum ist das eigentlich nicht? Ja, es gab ja rote Versionen immerhin. Marktlücke, wir haben die Rechte nicht. Ja. Und es wird wahrscheinlich scheiße teuer, wenn du das schön in Leder binden willst. Aber das ist die Idee, ne? Das rote Buch steht drauf, das rote Buch der Westmark und dann mit dem Herr der Ringe drin. Ah, das wäre geil. Würde ich sofort kaufen, glaube ich. Ja, das würde ich aber sparen. Aber es gab doch schon mal diese Leder-Gold-Edition für 1000 Euro. Irgendwas. Aber die war nicht so toll. Und die war von Kriege. Ja, eben. Es gab es nur in der Übersetzung. Es war außerdem unglaublich dünnes Papier. Also ich hatte die in der Hand. Ich habe die ganze Zeit ja noch in der Buchhandlung gearbeitet. Ich habe mir die angeguckt. Und ich fand sie jetzt nicht so schön. Okay, die Frage, wo wir bei Merchandise sind. Welches Merchandise vom Hobbit würdet ihr euch kaufen oder zumindest wünschen, dass es existiert? Lebensgroßer Martin Creeman. Für zu Hause. Smaug in 1-2-1. Nee, nicht Smaug. Nee. Ich, den Smaug, den könnt ihr behalten. Ich nehme nur den Sprecher. Anna, du weißt. Nichts. Ich glaube tatsächlich nichts. Nichts nehmen. Also ich wüsste, wobei, ich habe heute sogar Merchandising dabei, ne? Ja, aber das ist für mich, das ist ja nicht speziell Hobbit. Nee, das ist. Also ich überlege jetzt tatsächlich gerade spezielles Hobbit-Merchandise. Also wenn sie da nicht noch irgendwas Tolles einführen. Also was ich sensationell fände, wäre, wenn es diese exklusive Turin-Figur irgendwo zu gewinnen gäbe, noch, die es nicht mehr im Handel gibt. Oh, gibt's ja, Herr der Ringe Film.de. So, Einwerbungsende. Entschuldigung.
dass wir unterstützen. Tut mir leid. Aber das ist, war elegant. Ich fand das unheimlich schön. Ich fand das auch sehr, sehr ja, so gut gemacht. Ganz unauffällig. Also, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht so der große. Eine Runde Applaus für Kirdan. Ach, guck mal, ja, guck mal hier, im Kommentar-Thread, Max Geske sagt, es kostet $495, Kirdan gibt bei Google einfach ein The Red Book of the Mast March in die Magnoli, dann guck dir das mal an. Aha. Da gibt es jetzt alle, wahrscheinlich alle Neugier. Bilbos Morgenmantel wird gerade genannt. Das oh, der wäre ist toll, der war so toll. Geil. Ich auch einfach, schön. Da mochte ich von Martin Freeman, es gibt irgendwo, ich muss mal gucken, ob ich das noch zum Verlinken finde, es gibt ein Interview, wo er über diesen Morgenmantel spricht, dass er es großartig findet, weil sobald ich dieses Ding anhatte, er sich irgendwie noch krummeliger fühlt und noch mehr Menschen gehasst hat und er meinte, er würde total zu Scrooge mutieren in diesem Morgenmantel und ich kann mir das komplett gut vorstellen. Ja, der Morgenmantel ist wundervoll. Aber den lieben alle. Ich weiß nicht, bisher alle, die es gesehen haben, so, oh Gott, ich will ja, den ich fand den auch total ja, großartig. Ja, er war auch ja, super, ich will den auch haben. Der Morgenmantel ja, also, will ich okay. auch haben. Geben wir zu. Ich hätte gerne eins von den Ponys. Die Ponys? Wieso hatten die eigentlich so Plüsch? Oh mein Gott, Mörtel. Es heißt Mörtel. Ich hab so gefeiert, das war nicht cool. Wieso haben die eigentlich so einen Plüschanzug an? Es gibt wuschelige Ponys, gibt es, fertig. Also, ja, fertig kommt. Aber... Die haben diesen Wuschel nur im Winter und nicht im Sommer. Und die haben im Sommer gedreht, okay. Deswegen. Aber dieser Plüschanzug war so witzig, weil der halt an manchen, also der Kopf hat aufgehört, unten an den Hufen hat es halt, also es hat immer an so Stellen aufgehört. Also ich fand's witzig. Das ist also mir tatsächlich nicht aufgefallen. Der bei Pferden ja, macht mir auch nicht. Hab ich nur hinterher gelesen. Es hat mich auch nicht wirklich gestört, es hat mich tatsächlich nur amüsiert. Das, und auch diese Vorstellung, wie man so ein Pferd dann so einen Plüschanzug anzieht. Ist Dinge, die ich mir nicht kaufen würde, selbst wenn es sie gäbe, diesen desaströsen Kristalltisch von Elrond. Ich finde, der hat mich total an. Meine Mutter hatte früher immer ganz viele Dias und so diesen Unterbeleuchtung, um Dias anzugucken. Und original so weite Elbenversion davon. Ja, irgendwie schon. Ich habe auch gedacht, irgendwie, jetzt legt er das darauf, vielleicht wird es so an die Decke projiziert oder so. Oh, ich werde das. Das könnte man voll kaufen. Also, hat Galadriel vielleicht anderen Schmuck als im Herrn der Ringe? Da könnte man eventuell noch Merchandise machen, was mich interessieren würde, dann Schmuck. Fand ich. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich warte da auf was mich, schon bei, was mich schon beim Herrn der Ringe angeätzt hat, das einzige Merchandise-Ding, das ich schmucktechnisch haben wollte, war Vilja, der Ring von Elrond, weil ich den einfach unglaublich schön fand. Den gab es aber nur für 800 Euro. Ehrlich? Ja, und in der 5 Euro Plastikversion. Oh, super. Kann man zusammenschmelzen. Aber der ist so schön, der ist so wahnsinnig schön, dieser Ring. Ich musste bei Galadriel noch... schieß los. Was ist denn eure Theorie zu dem Kristalltisch? Ist das ein Kristalltisch extra, um Mondrunen zu lesen, oder war das nur zufällig so ein Kristalltisch, wo das so ganz gut funktioniert hat? Elrons Gartentisch war das, keine Ahnung. Eigentlich macht er da seinen Arts and Crafts Unterricht immer dran, mit den Babyelben, aber weil gerade Monddingens war, schiebt er den dann da so hin. Ich hoffe sehr. Weil ich denke, also ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, diese Stelle war ja nun schon so, dass der Mond gut reinschien. Dass er da vielleicht, ich meine, nein, ich meine, man muss Mondrunen ja auch irgendwo schreiben. Man kann die nur da lesen und schreiben. Ja, genau. Es ist unheimlich praktisch. Also die haben richtig mitgedacht damals. Bau doch so einen Kristalltisch. Nachher kommt jemand mit so einer Karte und dann können wir die nämlich lesen. Ja, 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 weißt du, für alle Eventualitäten. Ja, du weißt, wie das könnte passiert. Könnte ja passieren. Das kann das sein. Mittelerde-Werbefernsehen, kennen Sie das auch? Da kommt jemand mit einer seit Jahrhunderten verschollenen Karte mit Motorrad an und Sie können sie nicht lesen. Ich sehe gerade Elrond vor mir, wie er vor seinem Palantir sitzt. Oh Gott, ich muss es haben, sofort! Im Hintergrund die Zwillinge so... Nicht schon wieder eine Shopping-Spree. Ey, Papa, hör auf, irgendwelche Scheiße. Schau dir das nicht immer an. Balantier zu bestellen, ey. Ja, und am Ende stellt sich raus. Weißt du was? Es reicht. Ich gehe. Und am Ende stellt sich raus, da hat der Moderator der Palantir-Sendung doch eine Doppel-Eins auf Prophezeien gewürfelt und schon. War der Tag gerettet? Wo wir nein, du musst das eher so sehen. Als er diese Karte entziffert hat, hat er danach erstmal ein Telegramm an Celebrian aufgesetzt und nach dem Motto, ha, du hast immer gesagt, das Ding wäre nutzlos. Heute kam jemand vorbei und wenn wir den nicht gehabt hätten, ha. Genau, und Celebrian in Valinor so. Hätte ich auch besonders amüsiert hat, war tatsächlich Galadriel
und Gandalf zusammen. Also ich bin ja nicht so der große Fanfiction-Slash-Typ, aber... Aber diese Szene schien ja noch. Also, Gandalf, for I much desire to speak with him. Also zwischen Gandalf und Galadriel... Jetzt habe ich wieder die Techno-Version im Ohr. Gerade als ich dann Fellowship of the Rings nochmal gesehen habe, da lief doch was. Das kann man... Also... Es sah so ein bisschen so aus. Ich fand auch, es sah so ein bisschen so aus. Ich liebe diese Schnittszene wirklich zwischen... Galadriel streicht die Locke aus Gandalfs Gesicht und die haben da ihr mentales Thingy. Und dann der Schnitt zu Fellowship of the Rings mit Where's Gandalf? Boah, wie much desire to speak. Ja, großartig. Und Galadriel so, mir ist gefallen. Und Celeborn so, war so klar. Ja, vor allem, weil sie ja gesagt hatte, wenn du jemals Hilfe brauchst, dann ruf mich. Hallo, der hängt da am Felsen. Galadriel, jetzt! Jetzt wär's gut! Aber Galadriel hat doch auch die Gabe der Voraussicht. Wieso kann sie das nicht voraussagen? Weil sie ein bisschen langsam ist. Und dann ist das nein, so das ist Galadriel ist irgendwie 10.000 Jahre alt, da kann man auch mal ein bisschen. Da hat man mehr Zeit. Genau, aber wenn dann Galadriel naja, und dann stirbt dir dein Zauberer weg. Toll. Ja. Super. Blöd. Weil du hast ja Zeit. Wart's da, bis der nächste kommt. Aber wie ist ja auch passiert. Naja, immerhin kommt er danach wieder ein Partner. Genau. Durch, ne? Immerhin. Was aber der Weiße Rat, wir, auch wenn wir jetzt nicht mehr so ganz beim Thema sind, aber der Weiße Rat, der bietet sich natürlich sehr lustige Parodien an. Allein schon die Situation, dass Saruman total ernst spricht und alle sich mental unterhalten und keiner ihm zuhört. Und er dann so, hallo, ich rede gerade. Seid ihr mental unterwegs? Telepathie-Scheiße jetzt hier. Genau. Und, alle so, ich muss ja auch heutzutage sagen, SMS. So. Das hat sowas vom Klassenraum, die ganze Klasse untereinander. Ja, genau. So, könnte auch mit der Wand sprechen. So geil. So klar, mit dem Kristall. Bei Saruman übrigens. Ja, vor allem Elrond ist ja auch in seiner eigenen Welt. Ja, ich fand ja auch wieder geil, dass Christopher Lee wieder Saruman gespielt hat und er kam rein und er ist Saruman und ich so, es ist irgendwas stimmt nicht. Der Bart. Es stimmt nicht. Saruman ist komisch. Nein, er spricht so, der Bart. Warum, was haben sie sich dabei gedacht, Saruman in eine Steckdose fassen zu lassen? Nein, das war Weichspüler. Das war total Weichspüler und er war voll kuschig. Vielleicht hat er sich auch den Bart gerauft, weil ihm niemand zugehört hat. Ja, haben die Angst gehabt, dass er gegen die Zwerge abkackt? Ich meine, Toren. Nee, ich glaube, das ist Frust. Weißt du, nicht? Aber er ist schon frustriert reingekommen. Der ist schon frustriert, der kennt das doch. Ich wollte ihn permanent in den Wert reinfassen, weil er so flüssig aussah. Guter Kommentar gerade von Frog793. Glaubt ihr denn, es wird noch eine Szene kommen, in der Gandalf diesen versprochenen Gefallen von Galadriel einfordert? Ich überlege, ob sich das mit der Vertreibung des Necromancers ergibt. Ja, schon. Das könnte natürlich das sein. Das könnte cool sein. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, aber komm, eigentlich müssten Celeborn und Galadriel ja dann Dol Guldur wieder... Aber du, dann wissen wir auch, warum Galadriel ihm dann beim Balrog nicht mehr hilft. Weil dann sagt er, oh, Galadriel, und sie so, nee, war letztes Mal schon, da ist schon durch. Eingefallen, habe ich gesagt. Eingefallen, Gandalf. Aufgebraucht. Sorry. Was ich ein bisschen schade fand, dass die Adler in diesem Film schon wieder aussehen wie so ein Mittelerde-Taxi-Service. Also, oder beziehungsweise die so mal wahllos über Mittelerde fliegen. Ja, und es ist schon dieses Deus Ex Machina, ich meine, es ist halt so, aber es ist so beknackt, weil du hast schon wieder die Situation, wo du denkst, hätten die dich nicht noch ein paar Kilometer weiter tragen können. Zu dem Berg, ja, genau. Ne, weil da Berg, man sieht ihn schon, ja. Und was ich total komisch fand, warum setzen sie die Zwerge und Bilbo und Gandalf auf so einem fucking riesen Berg ab, wo sie erst nachher wieder mühsam runterlaufen müssen? Was heißt denn hier mühsam runterlaufen? Lena, jeder bedämlichte Berg in Mittelerde hat offensichtlich eine Treppe, wie man ja, auch dort gesehen hat. Das ist der Karok, Mensch. Ja, der ist halt das sind Treppen, die wurden mal eingebaut, damit die älteren Leute, auch gerade so die Elben und so, nicht mehr kraxeln müssen. Die 10.000 Jahre. Nein, aber es ist tatsächlich... auch richtig scheiße klettern. Tolkien hat da eine Erklärung für, ne? Also er beschreibt ja, dass Beorn diese Stufen in den Karok geschlagen hat. Also, das ja, ist aber Tolkien beschreibt ja auch, dass die Adler nicht auf Zuruf von Gandalf kommen, sondern selber gehört haben, da sind Orks, wir gucken mal nach. Ja, das wäre auf jeden Fall schöner gewesen, weil dann diese Mottenszene irgendwie jedes Mal, also die Mottenszene, doch, die Mottenszene braucht man. Die Mottenszene ist immer der Beweis dafür, dass es ein Fantasy-Film ist, weil keine Motte im richtigen Leben gerade fliegen könnte. Und also die würde
mehr so, oh guck mal, da leuchtet ein Stab, oh guck mal, das ist Orin, Orin, damit ich das jetzt, Orin, damit ich das jetzt klar sehe, du meinst zwischen dem Albino-Ork mit seinem Wag, den Zwergen und dem Drachen, war die Motte das, was du gebraucht hast, um zu lernen? Richtig. Gott, wäre doch wohl die Dokumentation gewesen. Ich sehe das gerade so vor mir, ganz am Stich, so, komm mal her, Motte, ich will dir was sagen. Und die Motte, komm doch, ich will doch was sagen. Die Damen, der Herr, wir haben 21.30 Uhr. Gibt es abschließende Worte, die wir müssen, ihr... Wir müssen noch sagen, wie großartig das ist, hier einfach Kindern niederzureden und ihn gar nicht richtig zu Wort kommen lassen, weil als ich vor 10 Jahren dann mal so langsam ins Forum trudelte oder immer die News gelesen habe, war das so ein, oh Gott, es ist der Kindern. Der Kindern. Das ist der Stefan. Der sagt doch sowas nicht. Und als doch, doch, das war so. Du warst immer so, oh mein Gott, und jetzt so die letzten Jahre. Ich meine, du bist immer noch großartig, fantastisch und wir lieben deine Arbeit und möchten dir die Füße küssen. Du auch, ihr auch. Aber du bist halt so der Stefan. Oder der Kirin. Ja. Auch. So. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich bei meiner bleibe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch 2 Filme, vielleicht können wir beim nächsten Film auf eine 4 steigern und dann auf eine 5. Ich werde mir übrigens, anders als mein Mann, hier trotzdem geben. Ich möchte mir trotzdem die DVD kaufen, alleine um mir diese ganz wenigen großartigen Szenen in meinen 20-Minuten-Film zusammenschneiden zu können, die ich dann sagen kann, yay, der Hobbit 20 Minuten fertig, super. Ach nein, nee, Juli, wir machen das so wie mit anderen Filmen auch schon. Wir treffen uns dann, wenn die SE draußen ist und dann gibt es sehr viel Alkohol und damit werden die blöden Szenen witzig und die guten Szenen noch toller. Das habe ich mit Return of the King auch so gemacht. Da war ich mit Golly irgendwie 5-mal im Kino mit einer Flasche Sekt zwischendurch und wir haben uns den Film schön getrunken und mittlerweile finden wir den Film total geil. Ja. Also mein abschließendes Wort, ich fand den Film auch schon vorher geil und die 1-2 Szenen, die kann ich mir auch so wegdenken. Genau. Also Wir können auch ohne Alkohol Gedächtnislücken entwickeln. Es war ein Film, der ein bisschen nachwirken muss. Ich fand den Film direkt nach dem Gucken, war ich enttäuschter. Ja. Mittlerweile finde ich ihn auch ich finde ihn auf jeden Fall mehr gut, als dass ich ihn schlecht finde. Wesentlich ich mehr. Fand ihn beim zweiten Mal auch wesentlich besser, muss ich sagen. Ich finde es total interessant, dass das ganz, ganz viele sagen. Ich fand, also beim Lesen der verschiedenen Reviews ist mir aufgefallen, dass ganz viele haben Kritikpunkte und geben trotzdem Wertungen im Bereich 8 bis 10. Und es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn finde. Auf jeden Fall super, aber ich muss ihn noch mal ein zweites Mal gucken. Und ich glaube, das liegt daran, dass er anders ist, als die meisten erwartet haben, aber trotzdem ganz gut ist. Für die meisten. Das ist meine Theorie, ja. Ja. Für die meisten. Nochmal kurz, Max fragt, ob wir uns das Buch angeschaut haben. Wir haben es uns noch, also ich habe es mir zumindest noch ich nicht angeschaut. Ich habe es mir angeschaut gerade. Ja. Ah, sehr gut. Kurz. Es sieht gut aus. Es ist so handgeschrieben, richtig. Also, ja. Übrigens, bevor wir jetzt gleich einfach, sagen wir uns klanglos, uns verabschieden, wir sind wieder auf Sendung im neuen Jahr. Und zwar... am 9. Januar um 20 Uhr. Diesmal dann in der zweiten Woche, weil es sonst einfach zu knapp ist. Gerade jetzt mit Urlaub. Und wir werden das Buch City of Bones von Cassandra Clare besprechen. Und da auch einen Bogen zu Fanfiction-Schreiber, die publiziert wurden, schreiben. Und zu 50 Shades of Grey. Wir werden bestimmt auch irgendwie über 50 Shades of Grey lästern in dem Rahmen. Aber generell, wir werden Cassandra Clare's City of Bones besprechen. Im Januar. Dann schalte ich auch wieder ein. Genau. Sehr gut. Das ist super. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle Zuschauer. Vielen, vielen Dank an Kirdan, unser fantastischer Gast. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, toll, dass du dabei warst. Nächstes Jahr wieder. Genau. Nächstes Jahr wieder. Ja, gerne, nächstes Jahr gerne. Wieder. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.